Hallo, Leute da draußen. Ich spüre eine Erschütterung der Macht, so als hätten plötzlich 194 Leute unsere Gesichter gesehen. Und wären je verstummt. Ich bin mir nicht sicher, wie ich das jetzt weiterführen wollte. Und daraufhin sind wir auch nur noch 194. Das tut mir leid. Wen auch immer ich damit jetzt verschreckt habe. Guten Abend und bitte gebt uns direkt mal Rückmeldung, Bild, Ton, ob alles funktioniert, ob es flüssig läuft, heute mal mit einem anderen Renderer und sowas alles. Genau, tanzt den Macarena. Und dementsprechend, um den Ton besser testen zu können, gebe ich auch direkt mal weiter an die Leute, die heute mit mir mitspielen, wenn es auf Reisen durch die Zitadelle des Lichts geht. Hey Walker, lass mal deine Hi. Stimme hören. Hello there, everybody. Wie geht's euch? Ich hoffe gut. Mir geht's gut. Ich hab Spaß. Das noch. Leicht schon. Leicht mal. Sehr schön, das war der Walker. Dann einmal die Banane-Pick testen. Hi, ich bin Banana und ja, mal schauen, was das hier so wird. Wunderbar. Die WTF. Hallo, ich bin auch da heute. Ich freue mich sehr. Cute. Der Umbreon. Ihr lieben Leute da draußen. Schön, dass ihr da seid. Ich habe schon geschrieben. Ba-ba-ba-ba. Und zu guter Letzt der Ben. Hallo, ich bin der Ben und ich spiele diese Rollenspiele. Ja, das tut mir leid. Es werden heute noch lustige Geräusche werden, denn ich habe eben erfahren, dass der Charakter von Umbreon nicht Tok-Tok gesprochen wird, sondern... Nee, es ist zwar das Gleiche, ne? Genau, es ist zwar das Gleiche. Ja, aber das kann ich nicht machen, deswegen muss ich die leider Tok-Tok. Das ist okay. Vielleicht kann man ihn auch so sprechen. Ich kann nicht schnipsen. Und schnalzen. Was du? Würfel schon mal nicht. WTF, nimm irgendein Blatt und mach einfach immer Kok-Kok. Du darfst auch klatschen, wenn du möchtest. Das okay. Das wahrscheinlich nicht auch. Aua. So ein Butler. So ein Butler. Tok-Tok. Wunderbar. Oder hier in dem Handy. Also Schnipsen ist auch ein bisschen asozial und so. Ja. Also, los Vogel, komm her. Ja. Und ein paar Runden später heißt der Garçon. Garçon. Okay, ihr habt schon direkt den ersten Reroll geschenkt bekommen. Also WTF hat dieses WTF mit dem Reroll, ja. Ja, ist so. Danke. Ihr Würfelglück auszugleichen. Wunderbar. Ich habe heute ja die guten Würfel dabei, deswegen kann nichts passieren. Ja, genau. Also, was machen wir hier? Wir spielen mit dem Walker. Den kennt ihr aus Streams von uns oder wenn er selber streamt als Hyped auf Twitch. Mit der Banane-Pick, die Spiel leitet in der Regel bei Orkig im Geschmack am Sonntag Dungeons and Dragons und zwischendurch lernt sie mal Japanisch-Vokabeln, auch im Stream. Und, ja. Ist wieder ein bisschen her, glaube ich. Seltener als ich sollte, ja. Mhm. Mit der WTF ebenfalls von Orkig im Geschmack, die aber grundsätzlich spielt und nicht leitet. Dungeons and Dragons in der Regel. Einmal hat sie schon geleitet bei uns. Und es war großartig. Und ich freue mich schon auf Part 2. Mit Umbreon, dem freundlichen Geist vom Nerdpool. Falls ihr mit Runden verkuppelt werden sollt, könnt ihr euch dort einfinden. Und mit dem Ben and Paper, der als Ben und Paper quasi in einer Doppelrolle in der Regel vor der Kamera ist und über Rollenspiel redet und Rollenspiele spielt. Das ist unsere Besetzung für heute. Alles Leute, mit denen wir schon zusammengespielt haben und mit denen wir uns gut verstehen. Insofern erwarte ich, dass das ein angenehmer Abend wird. Und wenn nicht, bin ich traurig. No pressure. Das liegt ja nicht zu einem geringen Anteil an mir, denn ich, hallo, ich bin Mayri, ich übernehme die Spielleitung hier. Und was wir spielen, ist ein ziemlich neues Dungeons & Dragons Buch. Journeys Through the Radiant Citadel, hier in der Alternate Cover-Version, die einfach wunderschön geworden ist. Yeah. So schöne Farben. So, kann ich mitbekommen, wie hübsch die ist. Ja, Journeys Through the Radiant Citadel ist ein Anthologiebuch mit, lass mich nicht lügen, ich glaube 15 kleinen Abenteuern, die jeweils so One-Shot-Länge haben und die von Stufe 1 bis Stufe 15 halt eine ziemlich große Bandbreite an Machtstadien abbilden im Leben von Helden. Und wir spielen, ich bin tatsächlich am gucken, ich glaube es sind sogar noch 14, oder? Ja. Ungefähr 15 kleine Abenteuer,
mit einer kurzen Beschreibung, was die Radiant Citadel, die ich jetzt einfach mal Stantepede oder eher sitzenden Pos als die Zitadelle des Lichts bezeichnen möchte. Das ist aber nur ein kleiner Teil in dem Buch, der die beschreibt. Der Schwerpunkt liegt darauf, Ausflüge von dieser Zitadelle aus wegzumachen. Aber es gibt auch eine Liste von möglichen Aufhängern, wo man sich dann einfach was zusammenwürfeln kann. Und diese Zitadelle des Lichts ist insofern ein kurioses Projekt, Inworld als auch Outworld, als dass das eine Festung ist, die in der Ätherebene umherschwebt. Also eigentlich etwas, was gar nicht so freundlich ist für Leute, die dort leben wollen, weil es keine Form gibt, kein Oben, kein Unten und nur große Willenskraft normalerweise dafür sorgen kann, dort etwas wie Realität hineinzubringen. Und es haben sich vor langer, langer Zeit eine ganze Reihe verschiedener Kulturen zusammengetan, um diese Zitadelle als einen Rückzugs- und Handelsort zwischen ihnen herzustellen. Und diese Kulturen sind durchaus auch über unterschiedliche Welten verteilt. Das heißt, die kommen gar nicht von der gleichen Welt und sowas. Diese Zitadelle war dann ihr Schnittpunkt, wo alle gleichberechtigt waren und alle hinkommen konnten. Und vor kurzem erst, das ist noch gar nicht so lange her, die Zitadelle war lange verloren, man hat vergessen, wo sie ist und wie man dorthin kommt, hat eine Exkursion von einer der Kulturen wieder einen Weg dorthin gefunden. Und inzwischen haben sich ungefähr 15 dieser Kulturen auch wieder gemeldet und eingefunden auf der Zitadelle des Lichts und sie wiederbelebt. Und wie sieht das aus? Es ist ein riesiger, über eine Meile langer Kristall, der wie ein Diamant schimmert und glitzert, eine Nadel, die im Nichts hängt und rings um sich eine Zone der Realität hat. Die wird umkreist von kleineren Edelsteinkonstrukten, die tatsächlich so etwas wie Schiffe sind, die zwischen der Zitadelle und ihren Herkunftswelten hin und her wechseln können. Und rings um diesen großen Kristall ist fast so ein bisschen wie ein Korallenriff Land gewachsen in einer flachen, langgezogenen Spirale. Und darauf stehen die eigentlichen Gebäude, wo die Leute leben. Es gibt eine Menge unterschiedlicher Möglichkeiten, den Weg zu der Zitadelle zu finden, mit Artefakten, mit diesen Kristallen, die als Schiffe funktionieren, mit verschiedenen Zaubern, wenn man mächtig genug ist, mit verborgenen Portalen, die sich vielleicht irgendwie noch finden. Und auf die eine oder andere Art und Weise haben unsere 5 Leutchen hier ihren Weg dorthin gefunden. Und sie haben sich dort vielleicht nicht in die Gegend verliebt, aber zumindest darin, dass man dort ganz gut leben kann, so man sich mit allen anderen arrangiert und dass es auch gar nicht so schlecht bezahlt wird, so man denn zu den Leuten gehört, die diesen Ort beschützen, die sogenannten Schildträger. Und jetzt merke ich gerade, dass das Fenster noch offen ist. Gib mir eine Sekunde. Sag was Lustiges. Bevor der Insektenangriff startet. Was Lustiges? Ich habe Intelligenz 5. Nice. Punkt. Point make. Das wird lustig. So, habt ihr was Lustiges gesagt? Auf jeden Fall alle. Wir lachen jetzt noch. Das kann man aber nicht wiederholen bei aus der Situation. Nee, das war so. Oh, schade. Ich verpasse immer die besten Momente. Ja. Der Hammer. Es wird wahrscheinlich auch im VOD nicht zu sehen sein, aber egal. Es ist diese Art von flüchtigem Witz gewesen, yes, der sich nicht durch eine Kamera festhalten lässt. Ich verstehe. Wird vom Bezos zensiert. Mhm. So. Wunderbar, ihr Lieben. Dementsprechend sind angehende, noch nicht vereidigt, noch nicht fest Teil der Truppe, Schildträger vertreten. Das kann vielleicht auch nur eine kurze Exkursion im Heldenleben von diesen 5 sein, die danach beschließen, dass das vielleicht doch nichts für sie ist, möglicherweise aufgrund des Abenteuers, was wir heute spielen. Wir werden sehen. Und dementsprechend seid ihr auch relativ frisch zusammengewürfelt und kennt euch noch nicht besonders gut, als ihr an einem Morgen, der Tag-Nacht-Ablauf auf der Zitadelle ist eher sanft, was das innere Leuchten des Kristalls angeht, als ihr von eurem direkten Vorgesetzten Ying Chung, einem goldenen Drachengeborenen, gebeten werdet anzutreten. Und als er da steht, hat vor sich eine Schriftrolle, in der einen Klauenhand einen Pinsel, leckt sich mit der Zunge erst über eine Nüster, dann über den Pinsel, um sich Notizen kurz zu machen, und schaut dann hoch. Und wen sieht er denn da? Wer kommt als erstes? Ich. Ich stelle mich einfach schon mal straight hin, würde dann mein Schwert ziehen und anfangen, das schön laut zu schleifen.
Er versucht das auch zu Joe Irin. Ja. Ah, ist sehr gut. Wo sind denn die anderen? Daraufhin würde ich kommen. Da. Wie sieht denn Jorin aus? Und wie sieht Irene aus, die dazu kommt? Ja, Jorin ist so ein normal großer Leonin, schön pelziges, ich sag mal so leicht braun-goldliches Fell mit ordentlichem Fluff. Allerdings ist der Fluff in seinem Fell, also vor allen Dingen in seiner schönen Mähne, nicht mehr so fluffig, sondern es sieht alles ein bisschen zerzauselt aus. Hat auch überall so ein paar Narben, trägt eigentlich einzig und allein so einen Lederriemen über die Brust, der hier ein bisschen größer ist. Keine Rüstung, das braucht er nicht, aber er braucht was, um das Schwert abzulegen, weil er muss sich nicht selbst ins Fleisch schneiden. So, ansonsten halt noch so einen kleinen Lederschurz hat er noch an und ansonsten passt es. Guckt, schaut so aus und guckt so hin und her und. Für alle, die nicht wissen, was Leonin sind, ich gehe davon aus, dass die meistens wissen, aber es sind das Löwenmenschen im Grunde. Also flauschige, runde Ohren, große Mähne, große Schnauze, nachdenkliche, grün-graue Augen und echt, echt lange Zähne. Und Irene, die dazu kommt, hat weniger lange Zähne, glaube ich. Ja, sie hat definitiv weniger lange Zähne, aber ich glaube längere Ohren eventuell. Denn sie ist eine Eladrin, aktuell in der Jahreszeit Herbst angesiedelt. Sie hat rotbraunes Haar zu einem Zopf geflochten, aus dem sie immer wieder so ein bisschen Herbstlaub raussammelt und wegpackt. Ist in braun- und grüntönen gekleidet, hat eine Lederrüstung und einen großen langen Bogen um den Rücken gespannt. Du könntest einen Ticken lauter dich noch stellen. Ich könnte mich lauter stellen. Auch für alle, die sich fragen, Eladrin sind besondere Elfen, die aus dem Feywild noch stammen. Und die mit den Jahreszeiten in Verbindung stehen. Deswegen gerade die Herbstphase. Ist es so besser? Für mich klingt es besser. Sieht auch besser aus auf der Anzeige. Sehr gut. Irene. Ja. Du und Doreen und drei weitere, von denen ich nicht weiß, wo sie bleiben, haben heute einen besonderen Auftrag. Er dreht sich nochmal um und klopft mit einem Knöchel gegen einen Gong, der da hängt. Ding, ding, ding. Dann würde ich wohl angelaufen kommen und mich so halbwegs neben den anderen beiden aufstellen. Und du bist? Nilva. Oh, Verzeihung, sind Drone nachtaktiv? Nein, ich denke nicht. Ich schlafe sehr gerne. Ah, er streckt den Arm aus, tunkt den Pinsel in ein kleines Tuschefässchen, das neben ihm an so einem Schreibmaterial gestellt ist. Ah, macht sich noch eine weitere Notiz. Du hast nicht zufällig die letzten beiden gesehen, die ich herbestellt hatte? Doch, ich glaube, Gurm habe ich überholt. Und ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Der sollte auch gleich kommen. Binder. Ja, und ein Tortel kommt durch die Tür rein. Sein ehemaliges sattes Olivgrün ist mittlerweile ein Graugrün mit sehr vielen Fältchen und eigentlich schon fast Schluchten, die sich da über den Hals ins Gesicht fangen. Er ist eine Schnappschildkröte, das heißt, er sieht eigentlich stets sehr garstig aus und trägt über Bauch- und Rückenpanzer einen Wappenrock, der ebenfalls eine Schildkröte zeigt, die allerdings anstatt kleiner Schwimmfüßchen Flügel hat und dort fliegt. Und nebendran noch ein Kriegshammer, also er hat sich schon gerüstet, auch nochmal mit Schild, eine Doppelschildkröte sozusagen. Und sein Kopf ist immer so ein Stückchen, bevor sein Körper nachkommt. Und dann steht er neben euch. Meldet sich zum Dienst. Ah, sehr gut, Gurm. Dann fehlt nur, aber im Notfall ist er dann halt nicht dabei. In dem Moment hört man wahrscheinlich auf dem Flur vor diesem Raum
sehr watschelnde Schritte und dann Hosed, Hosed, ich komme viel zu spät, ich komme viel zu spät. Hosed, Hosed, ich komme viel zu spät. Nicht der Letzte. Da rein. Man sieht einen etwas nervös um sich schauenden Kengu, der unter so einer dunklen Kapuze hervorschaut. Man sieht diesen langen schwarzen Schnabel heraus, schwarz-graue, etwas gerupfte Federn. So. Ja, das, du bist. Gut. Oh. So angewatschelt, stellt sich neben die anderen, ein bisschen den Kopf in die Schulter, so ein bisschen verlegen. Ich kriege die Aussprache nicht hin, es tut mir wirklich sehr leid, aber ich bin mir nicht weiter. Kann ich gut nachvollziehen, ja. Oh, seht, ich komme viel zu spät. So viel zu spät ist es nicht. Abgesehen davon, dort, wo es hingeht, das Ereignis zieht sich noch 10 Tage, ihr habt Zeit. Eigentlich ist, und der Anlass, für den wir es brauchen, ist auch erst in 4 Tagen. Insofern alles mit der Ruhe. Es ist tatsächlich ein relativ kleiner Auftrag, den ich euch heute geben würde. So etwas wie ein bisschen was zum Aufwärmen oder Abkühlen. Ich weiß nicht, ob das jeweils die kulturell passende, um in Schwung zu kommen. Mit etwas leichtem Anfang. Gut. Ich sehe es schon. Und dazu würde ich euch bitten, nach Sinda zu reisen. Einer der Gründerzivilisationen der Zitadelle. Und Jellywein zu holen. Um was zu holen? Jellywein. Die Sprecherin Scholle hat eine Schwäche dafür entwickelt, seitdem in den letzten Jahren Jellywein in die Zitadelle gekommen ist. Und mehrere von uns würden ihr gerne eine kleine Überraschung bieten. Das werden wir hinkriegen. Und natürlich, wie es sich gehört für angehende Schildträger, euch einen Eindruck machen von dem, was vor Ort passiert. Und vor allen Dingen auch, ob alles in Ordnung ist, sag ich mal. Wie ist die Stimmung? Geht es den Leuten gut? Wir müssen immer ein Auge auf die Gefahren haben, die unsere einzelnen Zivilisationen bedrohen können. Denn die Stärke der Zitadelle speist sich aus ihrer Gemeinsamkeit und dass wir schnell eingreifen können und jene schützen, die zu unserer Stärke auch beitragen. Ich bin gespannt auf euren Bericht. Ja, der Bericht, ja. Und so panisch zu den anderen. So, ich höre Bericht, ich schaue panisch zu den anderen. Dann brechen wir mal. Ja, wir werden uns darum kümmern. Wir werden das kleine Mädchen retten. Wir werden sie retten, ich schwöre. Auf. Okay. Ich stecke das Schwert wieder rein. Wo lang? Wo? Oh, den kann ich nicht hören. Ich würde sagen, dass ihr den Bündniskristall verwendet. Entschuldigung, manchmal nuschle ich sehr leise in mich hinein. Vor allen Dingen, wenn meine Gedanken... Ich bin vertrauensvoll und hoffnungsvoll, dass ihr ohne große Zwischenfälle diese Aufgabe erledigen werdet. Und stolz, euer Ausbilder zu sein. Und die Aufgabe sicherlich mit Leichtigkeit erfüllen. Oh ja. Wie gesagt, ich würde euch raten, den Bündnisjuwel zu verwenden. Er wird ohnehin eine ganze Reihe Leute in einer halben Stunde schon nach Sinda bringen, die dort für die Parade der Laster. Okay. Besuch bei der Familie und zum allgemeinen Vergnügen vorhaben. Dann kann ich hiermit davon ausgehen, dass das erledigt wird. Selbstverständlich. Und ihr spätestens in 4 Tagen zurück seid in der Zitadelle. 4 Tage. Wir werden das kleine Mädchen sicher zurückbringen.
Ja, ich nehme das einfach mal als ein Ja. Mädchen er spricht, aber. Das ist eine gute Frage. Seit Tagen. Ja, ihr seid aber schon vertraut mit Kinku. Ja. Gut. Dann, vielen Dank. Ich hätte nur gerne, dass ihr euer Zeichen jeweils unter den Auftrag macht. Er hält euch die Schreibtafel und den Pinsel entgegen. Oh ja. Ihr seht, dass er das alles in der Schrift seiner Heimat verfasst hat. In der Schrift von Yongding, was bedeutet, dass ihr es vermutlich nicht lesen könnt und vertrauen müsst darauf, dass das stimmt, was da steht. Okay. Ich hinterlasse meine schnörkelige Unterschrift in Sylvan. Sehr schön. Sehr schön. Trottel packt eine kleine Tasche aus, in der tatsächlich 5 verschiedene Pinsel sind und ein kleines Tintenfätzchen und beginnt sich in Kalligraphie eine wunderschöne geschwungene drakonische Rune zu zeichnen. Das dauert ein bisschen. Ich schnappe dem Trottel auch kurz vor Ende das Tablett aus der Hand. Ich habe übrigens festgestellt, ich habe gar nicht beschrieben, wie ich aussehe. Niva ist eine junge Drow mit sehr zotteligem, weißem, langem Haar, das sie in so einem sehr unschönen Dutt zusammengebunden hat. Der hängt immer so auf 7:30. Sehr schlichte Kleidung, blau und grün. Und sie hat, als sie reingekommen ist, hat sie noch versucht, sich so einen Schleier ins Haar zu stecken, der so ihre Augen verdeckt. Nicht verdeckt, aber ein bisschen abschirmt. Und sie zieht dem Tortel das Tablett weg. Ich bin dran. Und macht eine Tintenklecks auf die Nase. Und sie verschmiert den Tintenklecks auf ihrer Nase und setzt eine sehr kantige, unschöne oder sehr unfeminine Unterschrift drunter in Underkommen. Ja. Und reicht das weiter an den Leoniden. Ich kriege das Ding, ich schaue mir das an. Ich nehme so einen Finger hoch, lasse eine Kralle rausfahren, piek's mir kurz in den Unterarm, nehme meinen Daumen, drück und versuch's dem Drachen wiederzugeben. Sehr gut. Tok schaut da ganz interessiert zu und vor allen Dingen auch dem Tortel mit seinem Tintenfass und seinem Kalligraphiepinsel und so. Schaut hier so über die Schulter. Dein Zeichen bitte. Steckt so seinen Schnabel in das Tintenfass rein. widerlich. Hat die Katze in die Vase gepisst. Spuckt so ein bisschen und fängt dann an mit seinem Schnabel so ein Zeichen zu machen. Gut, dann erwarte ich euch in. Er zieht ein kleines Seidentuch raus und reicht es. Oh, vielen Dank, edler Herr. Ich werde es in Ehren behalten. Ich hoffe, das ist nur Teil des Zitats und ich bekomme das zurück. Danke, ja. Steckt es wieder ein. Dann erwarte ich euch in 4 Tagen wieder. 4 Tage. Jellywein. Jellywein. Idealerweise mehr als nur eine Flasche, aber das hängt davon ab. Gut. Joho, und eine Bulle voll rum. Was ihr sonst noch mitbringt, ist tatsächlich mir egal. Aber hey, möglicherweise ist so nicht den Zöllnern. Eine Flasche Jellywein. Wie viel die kostet? Mhm. 25 Goldstücke im Schnitt. Oh. Aha. Und wie wird das könnt ihr nicht auslegen? Gut. Er greift zieht eine Schnur heraus, an der eine ganze Reihe Münzen, die mit einem Loch in der Mitte versehen sind, hängen. Bitteschön. Oh, greife ich mir. Dankeschön. Der Leonin greift zu. Ja. Alle anderen Hände. Versucht jemand, ihm das streitig zu machen? Nein. Gom hebt jetzt erst die Hand. Oh. Und sieht so aus, als ob Jorin unsere Gruppenkasse übernimmt. Und ich hänge mir das halt so an meinen Bund so rum. Und zwar öffentlich. Ich dreh mich zu Gom um. Versuch's mir wegzunehmen. Wie viel Zeit habe ich denn dafür? Ich würde sagen 4 Tage. Ausgezeichnet. Dann achte auf deine Lenden. Jo. 4 Tage. Wir sollten uns sputen. Dickes Bling-Bling hast du da, Kleiner. Pass drauf auf.
Ich guck das an. Also auf zu nach Sinda. Ich weiß nicht. Geh schon mal los. Ihr seht Ming Chung noch weggehen und wie er tatsächlich seine Hände hebt zu seinen Ohren und ihr glaubt fast, dass der Fernanlässe zu hören, als versuche er zu übertönen, was ihr von euch gebt. Er denkt sich auch, ich habe echte Profis gefunden. Ich gehe hinter Irene her. Entschuldigung. Irene ist schon richtig. Okay. Der Weg zu dem Juwel des Bündners führt Sinda, führt euch so eine halbe Spirale abwärts durch verschiedenste Gebäude, die sich aber alle dadurch auszeichnen, dass sie alle nicht besonders hoch sind und relativ luftig gebaut sind. Es gibt nicht so viel Baumaterial auf der Zitadelle. Alles muss im Grunde von woanders her geschafft werden. Das Einzige, was hier existiert hat, als sie wiedergefunden wurde, waren Pflanzen, aber nicht viele, und die werden gehegt und gepflegt auf dem porösen Untergrund. Und die Höhle im Herzen des Kristalls, in dem sich tatsächlich ein kleiner Wald befindet, beziehungsweise eine ganze Reihe verschiedener natürlicher Umgebungen, Grasland, ein kleiner Wald, ein kleiner Sumpf, und in dem sich die Geister befinden, die jeweils für die unterschiedlichen Kulturen, die die Zitadelle einst erbaut haben, stehen, die Inkarnati. Im Grunde eher Schwärme von Geistern, jeder einzelne kleinere Geist des Landes in einen Edelstein gebunden, der für die Welt steht, aus der er stammt. Und alle gemeinsam formen dann Gestalten aus schwebendem Edelstein. Ein Tiger, der im violetten Amethyst daherschreitet. Eine Lilie, die auf dem Wasser schwimmt mit zahlreichen schimmernden Blättern aus Mondstein. Und für Sinda steht ein Kaiman, der aus Bastit, aus einem fast an Schiefer oder Kohle erinnerndem schwarzen Gestein mit sanftem Glimmer besteht. Und als ihr euch dem Kristall, der euch nach Sinda bringen soll, nähert, der wie ein schwebendes Haus fast, wie ein großes, geschliffenes Stück Stein unten und oben in Facetten gelegt, da über dem Boden hängt und langsam jetzt zu einer Landung auf einer Plattform ansetzt, da seht ihr auch hier Geister umherschweben. Viele davon sind nur zwei oder drei Stückchen von Steinen, die sich zusammengetan haben und die klick, 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 klick über den Boden laufen oder als eine Blüte in der Luft schweben und eine leise murmelnde Stimmen hinter sich herziehen, während rings um euch sich massenhaft verschiedenste Leute versammeln. Es sind allerlei verschiedenste Spezies zu sehen. Die Mehrzahl sind und bleiben aber tatsächlich Menschen, die jedoch in einer Vielzahl an Hautfarben und Haarfarben und Augenfarben vertreten sind, wie man sie in wenigen Welten so an einem Ort anfinden kann. Und auch die Elfen, die Zwerge, die Gnome, die Halblinge und all die anderen sind bunt gemischt. Ihr seht zwei Gnome sich miteinander unterhalten, die dunkle Haut haben, die mit einem fast metallischen, hellen Schimmer darüber und mit roten Haaren, die in dichten Locken liegen. Ihr seht zwei Elfen, die sich unterhalten, deren Haut so viel Melanin enthält, dass es fast schon einen bläulichen Schimmer im Licht des Kristalls hat. Und die ihre Haare in zu langen, langen Zöpfen geflochten haben und die ein freundliches Nicken sowohl zu Irene als auch zu Nilva geben. Und dazwischen ein paar Drachengeborene und Arakokra mit Farben in den Gefieder, die ihr teils noch nie gesehen habt. Es ist ein bunter Wirrwarr. Die meisten allerdings. Ja, ich starre viele der Personen, an denen wir vorbeigehen, unnötig lange an, weil ich so begeistert bin von der Vielfalt an Leuten, die ich sehe. Ich laufe relativ dicht hinter Irene, weil ich... Bleib auch immer wieder mal stehen und gucke Leute einfach nur an und starre sie an, weil ich einfach begeistert bin. Eine zwergische Frau mit dunkelbrauner Haut, großen, ja, hell und so braun, aber mit so einem fast bernsteinfarbenen Schimmer darin enthaltenen Augen und einem prächtigen Haarbusch, die eingelockten Haare sind nicht geschnitten, aber dann zu so ja, fast kugelartig in mehreren Ebenen zusammengebunden. Und darin steckt mindestens ein Pfund Gold, würdest du sagen, das leise hin und her klimpert. Schaut zurück und fragt, ist alles in Ordnung? Oh, Entschuldigung, Sie sehen unglaublich schön aus. Oh. Oh. Dankeschön. Und, entschuldigen Sie das Stern. Einen schönen Tag noch. Oh, das ist...
Das ist ausgesprochen lieb. Hier, meine Beste. Und sie zieht eine kleine Nadel aus ihrem Haar und reicht sie dir. Eine kleine Goldnadel mit einer Perle am Ende. Hab einen schönen Tag. Ich stecke sie direkt in mein Haar. Ich würde hinter Irene auch an die Frau raten. Ich finde auch, dass sie ziemlich gut aussehen, ja. Netter Versuch. Ein bisschen. Sie klopft dir gegen das Knie, greift dann aber in einen Korb und hält dir eine Süßigkeit hin. Ein kleiner Kuchen, auf dem oben eine Blume aus Zucker geformt ist. Ach, ich nehm's. Also wenn du es nicht willst... Nein, ich nehm's. Ich hab's schon. Du siehst in dem Moment, wie so ein schwarzer Schnabel so bei deine Schulter guckt, so von Doktor. Na, ich nehm's, okay? Ich nehm es. Also, wenn es... Wie braten in Rotweinsoße. Lecker, lecker, lecker. Lecker, und ich esse es sofort vor Toktoks auf. Dir irgendwas bedeutet, Nilva, wenn ich Haare hätte, dann würde ich gerne weiß-silberne haben wie du. Vielleicht kaufe ich mir irgendwann mal Haare. Ich denke, danke. Stehen hier bestimmt ausgezeichnet rum. Ich starre den Tortel eine Weile an und versuche mir vorzustellen, wie er aussieht mit weißen, langen Haaren. Und ja, vielleicht in einer sehr langsamen Brise. Vielleicht haben wir Glück und finden Haare für dich. Oh, das wäre mal was. Ja. Mit einem lauten Knacken und dann einem Schaben landet der riesige Kristall und es öffnet sich im vorderen Teil eine Tür. Leute legen eine Lampe ran, eine Rampe an und steigen hinauf. Ihr seht auch einen schmalen Elf mit dunkler Haut und lang geflochtenen Zöpfen aus schwarzem Haar, der kurz rausspäht und Gesten macht und dann einen Überblick behält. Lasst ihr viele Leute zuerst, ich sehe Watschel direkt vorweg. Ich denke im ersten Moment, dass er uns zuwinkt und winke zurück. Ich laufe direkt auf den zu. Und dann sehe ich, dass die anderen anfangen, sich zu bewegen. Ich gehe auch. Ja. Ich bleibe nah bei der Gruppe. Vollkommen ungeachtet dessen, wer da vor mir läuft, das ist mir so. Also ich komme vor dem Elfen so zum Stehen, verbeuge mich so ganz höflich. Ja, kommt da rein. Mein Name ist Eowyn Blütenwind. Meine Freunde und ich sind hier in diplomatischer Mission. Hallo, Eowyn Blütenwind. Es ist mir eine Ehre, dich an Bord willkommen zu heißen. Kommt rein. Danke. Im Inneren herrscht ein sanftes Dämmerlicht und der Kristall ist größtenteils ausgehöhlt. In der Mitte ist ein Podium mit Kontrollen aus Kristallen und Metall und ringsum einfach nur Sitzbänke im Grunde, die rausgeschnitten sind. Und wo sich zahlreiche Leute jetzt niederlassen. Ihr seht auch Familien, die anfangen, Körbe auszupacken und verschiedenste Speisen zu verteilen. Jemand, der ein Ei an einem Armband aufschlägt und hält und sich dann in den Mund stopft. Ich setze mich irgendwo hin, wo noch Platz für uns ist. Das ist kein Problem. Der Kristall hüllt sich auch nicht gänzlich. Und dann klopfst du auf beide Seiten. Kommt her, ich habe noch Platz für gefunden. Oh, dann stehe ich auf und komme rüber zu dir. Entschuldigung, bleibt noch gerade in der Runde stehen, weil das Essen sieht lecker aus. Das Kind, das gerade auch etwas anderes an einem Stiel, etwas Gebratenes mit Gewürzen dran, in den Mund stecken wollte, schaut zu dir hoch. Knusprig und innen saftig. Schmeckt ein bisschen nussig. Das Kind ist das am Spieß. Ich glaub, wie groß war der Haps? Ich habe tatsächlich nur auf das Essen gezogen. Okay. Sagen Sie danach immer. Und ich gucke das Kind halt an. Und drehe mich dann um und gehe halt zu Irene zu den anderen und setze mich hin. Ich bleib davor stehen. Doktor schaut das Kind so an, schaut den großen Leonin an, schaut das Kind wieder an. Und das Kleiner, immer schön deinen Spinat aufessen. Dann wirst du auch groß und stark. Ja. Er dreht sich zu seinen Eltern um, daneben sitzen und fragt, ob das in der Sprache, die du nicht verstehst. Und die erklären dann irgendwas, was du auch nicht verstehst, aber sehr freundlich und nicken dir dann auch zu. Und du hörst ein, zwei Mal das Wort Spinat. Und dann schließt sich die Tür. Der Elf mit der dunklen Haut stellt sich in die Mitte, gestikuliert nach links, nach rechts, berührt mehrere der Kristalle, schlägt dann die Hände zusammen. Und dann habt ihr kurz so das Moment, dass ihr
gegen den Boden gedrückt werdet, als würdet ihr schnell hochgezogen oder nach einem Sprung am Boden aufkommen. Und dann passiert nichts weiter. Der in der Mitte steht da, summt leise vor sich hin, ringsum unterhalten sich die Leute ein wenig entspannt. Wie lange wird wohl diese Reise dauern, meinst du? Ich weiß es nicht. Laut meinen Berechnungen 235 Tage, 27 Stunden und das ist grob überschlagen, weil das ergibt keinen Sinn. Dauern. Was? Euch erfasst ein plötzlicher Schwindel. Und dann das Gefühl, für einen Moment leichter zu werden. Und die Leute rings um euch fangen an, Körbe einzupacken, Essen wegzustecken, Trinkschläuche wieder zu verschließen. Ich habe gerade meinen Kartenset rausgeholt mit mir. Pack es wieder weg. Oh. Und tatsächlich, kurz darauf gibt es ein ähnlich knirschendes Geräusch wie bei dem Abflug von der Zitadelle, beziehungsweise als der Kristall dort gelandet ist. Die Tür öffnet sich wieder und der Elf macht eine Geste dorthin. Wir haben Sinne erreicht, meine Lieben. Das ging schnell. Was? Schon vorbei? Und dafür habe ich 10 Goldstücke bezahlt? Das hoffe ich nicht, sagt er. Ich bin noch nie so schnell geritten. Ja, bitte, wir sind in Sinder. Ja, alles klar. Vielen Dank. Immer diese Eile. Ich stehe auf und mach so das Laub von der Bank, wo ich saß, ein bisschen runter, schieb das so zur Seite und dann gehe ich raus. Ja, Tok Tok verneigt sich nochmal vor ihm und geht dann so vorsichtig und so ein bisschen rückwärts raus von ihm weg, so immer wieder. Draußen erwartet euch warme Luft, sogar fast heiß, würdet ihr sagen. Der Kristall ist auf einer freien Fläche einer Runden gelandet, auf der recht trockenes Gras wächst. Ringsum ist das durch einen Wald begrenzt, wo nur eine Schneise, eine schmale Straße draus hervorführt und wo die meisten Leute jetzt auch drauf zuhalten. Und diese immens warme Luft riecht süßlich und auch ein bisschen so nach Fäulnis in dem Wald, aber diese nicht unangenehme Fäulnis, wenn ein toter Baum von Pilzen zersetzt wird, das leicht feuchte, modrige, was aber nicht einem Übelkeit erregt, sondern weil es einfach nur ein natürlicher Vorgang des Pflanzenlebens ist und seines Schwindens. Die Leute halten alle auf die Straße zu, die zunächst einmal einfach aus Kieseln besteht, die ausgestreut sind. Und rechts und links gibt es eine Begrenzung aus gestampftem Lehm. Und weit vor, ein gutes Stück vor euch, hört ihr ein lautes ein Trompeten. Woher dieses, von wem dieses Geräusch kam? Du bist ja größer als die anderen und wenn du dich ein bisschen aufrichtest, siehst du über die Rücken der anderen hin, dass es da Leute sich ein bisschen stauen vor einer weiß verputzten Stadtmauer, hinter der eine ganze Reihe unterschiedlicher Türme und Dächer hervorschauen. Und da stehen sehr große Tiere mit breiten grauen Rücken, großen Ohren, mit denen sie sich selber Luft zu fächern. Und eins davon hebt gerade ein Tentakel und stößt daraus einen Trompeten aus. Ein Brrrr. Seltsam. Zupf Gom so an der Robe. Schau mal, Mama Eichhörnchen. Und deutet nach vorne, zu den grauen großen Gestalten. Ich bin jetzt kein Natur, aber ich glaube, du hast recht. Ich würde hin und wieder immer einen Blick auf Johins Hüfte werfen, um zu gucken, ob das Geld noch da ist. Sein Hüftgold? Das Hüftgold im Auge. Ich würde vorne laufen und versuchen, uns den Weg nach vorne zu bahnen. Ich versuche mich dann mal zu beeilen. ich diene mindestens Gom als menschlicher, wie nennt man es, Pflug? Menschlicher Pflug? Ja, doch. Leonin-Pflug. Ja, der Leonin-Pflug. So. Stoisch. Niva denkt auch, die machen für sie Platz, aber wahrscheinlich machen sie eher für das Platz, was hinter ihr kommt. Die großen grauen Gestalten setzen sich jetzt auch in Bewegung und es geht tatsächlich näher an die Mauern heran. Und ihr seht dort dann auch Wachen,
Die tragen lange Spieße, keine Schilde, relativ einfache Kleidung, keine Rüstung oder keine Helme auf. Haben neben sich auch jemanden stehen, der sich mit einem Abakus und Schreibgerät beschäftigt. Und eine Kasse ist aufgebaut und alle Leute werden kurz befragt und werfen eine kleine Menge an Münzen in diese Kasse rein, bevor sie dann durchgewunken werden. Und als ihr mit ein bisschen Ellenbogeneinsatz relativ weit vorne in der Reihe dann doch tatsächlich rankommt, werfen sie auch euch einen freundlichen Blick zu. Und ihr seht, dass sie auch vor allen Dingen etwas ungewöhnlich vielleicht für Stadtwachen Schmuck aus rosa Blüten tragen. Ja, willkommen in Sinda, Wanderer. Ihr werdet doch sicherlich so freundlich sein, uns die Gebühr für Besuche des Festes zu entrichten. Nein. Wie hoch ist denn die Gebühr? Ein Fest? 5 Silberstücke. Pro Person. Ich werfe 5 Silberstücke hinein. Seid willkommen in Sinda. Genießt den Marsch und die Parade der Laster und den Jelly. Ich finde ihren Schmuck wirklich ausgesprochen schön. Oh, ihr werdet sicherlich noch des Öfteren darauf stoßen. Die Jellyblüten, und er tippt auf eine von diesen samtigen, großen, rosa Blüten. Sie stehen gerade in voller Pracht und der Jellywein des letzten Jahres ist fertig. Genießt ihn und lasst euch alles zugutekommen, was ihr euch leisten könnt, Beste. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Und sie fängt schon an zu tippeln, dreht sich zu den anderen Leuten und zu den anderen um und wartet darauf, dass sie bezahlen und das. Dr. Kramt so in seiner Geldkatze rum, so ein bisschen geht mit den Fingern, Flügeln, Federn. Auf mich. Und ich gehe 2 Goldmünzen und 5 Silber rein. Das macht 5 Silberstücke. Und damit treibe ich mich noch selbst in den Ruin. Nein. Mein Guter, aber die eine Dame hat schon für sich selbst bezahlt. Nimmt die 5 Silberstücke und drückt sie dir wieder zurück in deine Echsenpfote. Du bist einfach zu schnell, du bist zu schnell. Das ist das, was er sagen will. Der war sehr freundlich, Grum. Vielen Dank. Ich weiß das zu schätzen. Ja, danke, Grum. Nee, ich klopfe dem Turtle auf die Schulter. Donk, donk, donk. Dann gehen wir doch, und lasst uns dieses Fest. Ich liebe Fest. Genießen will er sagen. Ich würde Goma auch noch so kurz den Kopf tätscheln. Danke. Ja, das Kopf zuckt so ein bisschen in den Panzer rein, bis der Hals wieder rauskommt. Man muss halt auch mal sagen, der gute Wille zählt halt, ne? Ist ja gegeben und also da ist in Ordnung. Und ja, war auch kein Problem. Wir sind ein echter Kumpel und das trinken wir erstmal noch einen, okay? Ja genießt. Ich sehe nicht mal so schlecht. Weißt du, von uns will manchmal. Vor euch setzt sich die Straße fort, als tatsächlich eine breite, gepflasterte Straße, 3x4x so breit wie die üblichen Straßen, die man sonst in Städten sieht, und mit Lehmziegeln, die goldgelb sind, ausgekleidet und wiederum verschmälert auf die normale Breite einer Straße dadurch, dass alles voll steht mit Zelten und Ständen und Bühnen. Und euch direkt mit der heißen Luft auch eine warme Begrüßung entgegenweht, als laute Stimmen in freundlichen Tönen unterschiedlichste Leckereien, Angebote, Waren, Dienstleistungen, Schauspiel, Tanz, Geister, Anrufungen und dergleichen für euch anpreisen. Und überall sind die rosa Stand Blüten. Stehen. An jedem. Ich will mir alles genau angucken und bin komplett verzaubert von diesem Fest. Ich würde die ersten 2 Stände noch mitmachen und dann würde ich so einen Arm um Irenes Oberkörper legen und sie immer so ein bisschen mitziehen. Wie ist denn eure passive Wahrnehmung? 19. Was? Okay. Irene. Nichts entgeht mir. 12. Mach die Augen zu. Dir entgeht 19. Gar nichts. Dir entgeht nicht das eine ungewöhnliche Schmuckstück, das dann noch hinten in der Ecke liegt und das man vielleicht mal anprobieren könnte. Dir entgeht auch nicht, was für ein schöner Schimmer die Federn an diesem Armband haben. Oder was für eine reizende Form da gerade jemand in die Zuckerwaren hineindrückt, in den heißen Zucker. Und dir entgeht auch nicht, dass da in der Gasse jemand zusammengesunken da sitzt, ein Zwerg mit dunkler Haut, den Kopf vorgeneigt und neben ihm Goldmünzen auf dem Boden verstreut. Also, wir können uns wirklich nicht alles angucken. Ich bin mir sicher, dass wir noch genug Zeit haben. Ich würde Nüver so antippen. Siehst du den Zwerg da? Meinst du, ihm geht's gut? Ich meine, ich gehe zu ihm hin. Ach.
Der? Entschuldigen Sie. Ist, wie gesagt, in sich zusammengesunken, den Kopf vorgeneigt. Und unter der dunklen Haut siehst du, dass die unter den Wangen es nicht rosig ist, sondern grau, dass die Lippen keine lebendige Färbung haben, die Augen hängen halb herab, nicht ganz geschlossen, nicht ganz offen. Und der ganze Körper ist schlaff in sich zusammengesunken, bis irgendwann Knochen, Sehnen und dergleichen diesem Ende eine Grenze gesetzt haben, dass er nicht weiter kippen konnte. Ich gucke Irene über die Schulter. Ich glaub, der Entschuldigung, falls Sie noch bei Bewusstsein sind, ich berühre Sie jetzt, in Ordnung? Wenn Sie nicht möchten, dass ich Sie berühre, bitte sagen Sie etwas. Er reagiert nicht. Ich würde gucken, ich würde ihn berühren und gucken, ob er, wie er sich anfühlt, ob er noch atmet. Es ist bei den Temperaturen hier schwer zu sagen, aber du würdest sagen, er ist lauwarm. In dem Sinne, als nicht mehr ganz so warm, wie eine lebende Person sein sollte. Und auch so halb versteckt hier hinter einem Zelt abgelegt, dass selbst bei dem Trubel auf der Hauptstraße vielleicht wirklich, bis du mit deinen scharfen Augen ihn entdeckt hast, hier niemand ihn bemerkt hat für eine Weile. Nevahulgum. Okay. Ich mache mich auf den Weg und hole Gum und den Rest. Gileewein, beende ich gerade die Frage bei einem Stand. Ihr meint vermutlich Jilly. Ich glaube, die Frau möchte was von euch. Oh, Gott sei Dank, hier seid ihr. Also, ich weiß nicht, also Irene hat irgendwas Seltsames gefunden. Das sieht aus wie ein toter Zwerg. Aber wir sollen gar keine toten Zwerge. Oh, ich schaue mir das mal an. Ja. Gileewein, genau. Ich komme gleich. Tot? Ja, wir kümmern uns drum. Wieder. Ich würde mich hinter Gum stellen und so ganz zaghaft anfangen, ihn zu schieben. Ja, ja. Nein, Timmy, Bello ist nicht tot. Bello schläft nur. Ich weiß nicht, ob er schläft, Tok Tok. Jo, kommt. Wir schauen mal, was Sarin da wieder gefunden hat. Oh. Ein zusammengesunkener, dunkelhäutiger Zwerg, dessen Kleider reich bestickt sind und dessen Haar in mehrere Knoten gelegt ist, die mit goldenen Nadeln festgesteckt sind. Und tatsächlich liegen auch Goldmünzen um ihn verteilt. Als er zusammengesunken ist, muss er seine Tasche aufgerissen haben. Ja. Ich würde mir gerne die Goldstücke schnappen. Ja, wir haben also einen Kleptoman in der Gruppe. Jorin fängt direkt an, Goldstücke aufzusammeln. Sag mal, Jorin, was soll denn das? Ich mach den Bund auf, wo halt unsere Goldmünze. Schämst du dich gar nicht? Nö, tot. Darüber müssen wir. Zudem ist er vielleicht gar nicht. Gut, vielleicht ist er gar nicht tot. Und tatsächlich richtet sich der Portal auf seine volle 1,70 auf, streckt den Hals, wird 1,75 und aktiviert mal Divine Sense, ob da Untot, Fiend oder Celestial bei dem Zwerg oder in 60 Fuß Umkreis ist. Ganz kurz einen Moment. Spürst du das finstere Knistern und den kalten Hauch von Untot, aber nur so ganz am Rande deiner Wahrnehmung, nicht jedoch bei dem Zwerg. Und dann ist das auch wieder fort. Irene hingegen mit ihren unglaublich scharfen Sinnen bemerkt, dass jetzt zwei Leute in die Gasse einbiegen, wo ihr auch seid. Zwei Leute in Rüstung, und zwar eine, die mit extrem fein gearbeitetem Goldfiligran verziert ist und die mit Speeren, Schwertern und Schilden bewaffnet im Gleichschritt hier reinmarschiert kommen. Das während sich gut. Jinro, ein Problem. Wenn Jorin gerade noch Gold aufsammelt. Ich nehme zwei Goldstücke und leg sie Gum auf den Kopf. Was tut ihr? Wir haben den armen Zwerg hier gefunden. Ich glaube, ihm geht's nicht gut. Die beiden greifen zu ihren sie haben ja die Speere schon in der Hand, heben die Schilde und die Speere auch in eine angriffsbereite Hand. Tok hebt beide. Erklärt beide euch! Hände, Flügel und schaut zu ihm rüber. Was habt ihr mit dem Toten zu schaffen und warum nehmt ihr das Gold?
Er ist tot, Jim. Dahin. Leg das Gold zurück. Wir sind... Leg das Gold zurück. Es ist nicht deins. Schildträger der Zitadelle. Und gerade auf diesen... Zwerg gestoßen. Eventuell toten Zwerg gestoßen, ja. Wenn ihr erlaubt, würde ich mir das Ganze ein wenig mal aus medizinischer Sicht betrachten. Ansehen, ja. Ansehen. Ja, betrachten wir doch. Ich weiß nicht. Er war es nicht. Ihr gehört alle zusammen. Verstehe ich das richtig? Schildträger. Ja, aus der Zitadelle. Was der Tortel sagt. Was ihr sagt. Verzeiht. Das finde ich ausgesprochen hilfreich, sagt eine schlank, ja, nicht schlank, sondern eher so, weiß, in der Mitte schmal, aber insgesamt eher so Sanduhrfigur ausgestattete Elfe mit dunkler Haut, die hinter den beiden Wachen hervorkommt. Generell sind alle Einwohner Sindas, soweit ihr es beurteilen könnt, ob Mensch, Elf oder Zwerg, ausgesprochen dunkelhäutig, was das Spektrum, das diese Spezies haben, angeht. Und sie hat auch auf ihrem Haupt ihr schwarzes Haar erst zu einer Art Krone hochgesteckt und dann hängt es daraus noch fast anderthalb Schritt lang, beinahe wieder bis zum Boden, aber zumindest bis zu der Knie. Kehle herab und ist mit zahlreichen kleinen goldenen Perlen verziert. Und ihr Kleid, das mit edlem Brokat angetan ist, ist an den Schultern auch mit gefärbten Federn versehen, die bei jeder ihrer Bewegung leicht in der Luft so ein Flattern nach sich ziehen. Und sie geht mit einem Gehstock, den sie wohl nicht braucht, sondern eher leicht affektiert mit einem Klack, Klack, Klack aufsetzt, als sie näher kommt. Ich starre sie fasziniert an. Oh. Die Haare. Ich das Gold. Ja, hallo? Verzeihung, fragt hier. Unglaublich schön. Fragt eine Herrscherin der Münze, ob sie echtes Gold trägt. Das ist so amüsant. Ich bin Madame Samira Ara. Und das kommt mir ganz gelegen. Sie wechselt den Gehstock von einer Hand zur anderen. Dass ihr hier seid. Schildträger, sagt ihr. Aus der Zitadelle. Jawohl, Sir. Melden uns zum Dienst, Sir. Jawohl, Sir. Melden uns zum Dienst, Sir. Ah. Amar Jacopo. Äußerst ungünstig. Habt ihr irgendetwas sehen können? Irgendetwas mitbekommen, was mit ihm geschehen ist? Sie kommt ein paar Schritte näher und streckt den Hals. Schaut zu Arin. Nein, ich habe ihn nur gesehen, wie er da lag. Kennt ihr den kürzlich Verstorbenen? Oh, Jacopo. Jacopo Ein ist der Sohn von Messer Massimo Ein. Auch ein Herrscher der Münze. Oh. Seid ihr mit der Situation und der Regentschaft von Sinda vertraut? Nein. Das würde sich, vielleicht holen Sie uns kurz ab. Ja. Das wäre vielleicht ganz eine gute Idee. Moment. Sie geht bald zu den beiden Wachen, redet kurz in einer für euch fremden Sprache mit ihnen, bevor sie dann wieder auf die Gemeinsprache wechselt. Kommt doch bitte mit mir. Oh. Mhm. Und der Tote? Ich packe ihn. Nein. Meine Leute werden sich darum kümmern, ihn unauffällig verschwinden lassen. Lass ihn wieder fallen. Oh. Lasst euch nichts anmerken. Kommt mit. Klack. Also, klack. Ich finde, das sieht doch gut aus. Haben sie sich gerade alle weggedreht? Also, nein, die beiden Wachen beschäftigen sich gerade mit dem Toten. Okay. Ich würde dann trotzdem noch so ein, zwei Goldstücke aufheben. Du siehst, wie Gom den Kopf so ein bisschen schief legt und diesen Toten und die Wachen nochmal beobachtet und deine zwei auf den Kopf gelegten Goldstücke rutschen runter. Plink, plink. Gefällt mir nicht. Ihr müsst doch wohl nicht Geld aus der Gosse klauben von einem Toten, wenn ihr Schildträger seid. Hm?
Wer glaubt? Oh. Jo. Sie deutet mit dem Gehstock auf Jorin. Jedes Kupfer zählt. Du solltest wirklich das Gold zurücklegen. Zählt Kupfer? Wie putzig. Schildträger in Ausbildung. Verstehe. Schmeißt es halt wieder weg. Hat die Katze schon wieder eine Maus nach Hause gebracht? Das sollst du doch nicht. Sollte ich vielleicht besser nur einen Teil von euch mitnehmen? Ich denke, es ist besser, wenn wir zusammenbleiben. Ich glaube, es ist viel gefährlicher, wenn wir uns trennen. Hm? Ein Gilly bisschen erhalte ich auch diesen Eindruck. Jellywein. Oh ja, sicher, wir können. Ich weiß einen guten Ort, komm mit. Und sie geht voraus mit einem Tack, Tack. Und ihr seht, dass viele Leute sie tatsächlich auch durch freundlich, respektvoll, manchmal auch ein bisschen ängstlich grüßen und sie auch mit sanften Wedeln der Hand unterschiedlichen Leuten ja. Ein kurz ein freundliches Winken zukommen lässt. Wedeln. Ich versuche ihr sanftes Wedeln so ein bisschen zu imitieren, ein bisschen meine Haltung etwas zu verbessern und auch so ein bisschen sanft zu wedeln. Aber es sieht sehr, sehr ja, unbeholfen aus. Der Kopf erscheint neben Nilva. Hat Irene Schmerzen? Möglich? Samira. Sie hält auf ein Café zu, das an einer der Straßenecken beide Fronten offen hat. Da kann man gänzlich die geschnitzten Wände herausnehmen. Die sind eingefaltet worden. Es gibt die Tische sind regelrecht wie so eine kleine Flut, auch auf die Straße hinausgewandert. Ein wenig chaotisch, aber man kommt noch zwischendurch drin. Zahlreiche Bedienstete eilen hin und her und schwatzende und essende und trinkende Gäste sitzen da. Und sie steigt eine Außentreppe empor zu einem kleinen Raum auf dem Dach, der mit einer Segeltuchplane abgedeckt ist und wo alles dekoriert ist mit den rosa Blüten, die ihr schon überall bemerkt habt, setzt sich. Und eine Halblingsfrau mit ausgesprochen dunkler Haut und golden verzierten Malereien, die sich ihre Wange hochziehen und über die Ohren und ebenfalls den rosa Blüten, bringt direkt ein Tablett mit gekühlten Gläsern, in denen eine rosa Flüssigkeit hin und her schwappt. Bitte, Jellywein, kostet doch. Ich stoppe mir ein Glas. Es schmeckt nach Sommer, nach getrockneten Früchten, nach Honig, nach Rosenduft, nach zarten Gewürzen, ein Hauch Zimt. Und insgesamt so, als hätte man die Essenz von Sommer und warmem Wind und dem Duft von frisch gemähtem Heu, all das, was man mit den schönsten Teilen des Sommers verbindet, destilliert und in diese Gläser gegeben. Nee, war nicht begeistert. Rehbraten in Rotweinsoße, lecker, lecker, lecker. Schnuppert dran und steckt den Schnabel rein. Oh, ich sag das nicht so zu, Dunkelelfe. Es ist okay. Wir benötigen 4 bis 5 Flaschen dieses okayen Weins. Nicht vergessen. Er ist in Ordnung. Vielleicht ist das nicht für jedermann, aber seid versichert, dass sehr, sehr viele Leute sehr gerne reichlich für Jellywein bezahlen. Da Sinda auch der einzige Ort in allen bekannten Welten ist, wo die Jellyblume, und sie deutet auf die rosa Blüte, gedeiht, die Hauptzutat ist. Und das auch erst seit ein paar Jahren. Das heißt, es gibt auch keine Rücklagen oder irgendwo Lagerhäuser voll mit alten Dingen, die man wiederfinden kann. Nein, was diese Jahre angebaut wird, ist nächstes Jahr im Handel und mehr gibt es nicht. Und was ist vergnüglicher, als mit diesem Risiko und auch mit dieser Wertanlage zu arbeiten? Das erklärt den hohen Preis, will er sagen. Ja. Daraufhin mache ich das Ding weg ab. Und zeige halt auf den Gold, auf das Gold, das uns mitgegeben hat. Ich bin keine Straßenhändlerin. Ihr könnt hier an jedem Stand Jellywein kaufen von unterschiedlichsten Herstellern. Ich
bin eine Herrscherin der Münze und damit eine der Regentinnen von Sinda und speziell diejenige, die für die Ordnung und die Sicherheit zuständig ist, was aktuell gar nicht so einfach ist. Wie euch aufgefallen ist, ist frisch und das werden wir aber zunächst geheim halten. Ein Sohn eines der anderen Münzherrscher der Stadt verstorben. Und es gab gestern schon ein Attentat auf eine andere. Oh, es gab schon ein Attentat. Auf die Tochter von einem anderen Münzherrscher, auf Mix Nargis Ruba. Ein erfolgreiches? Nein. Attentat. Aber sagen wir so, ich wäre ausgesprochen dankbar dafür, wenn ihr ein wenig nachforschen könntet. Mir als Außenstehende, da ist das nicht so auffällig, wenn ich das tue oder diejenigen, die mir unterstehen. Die anderen Herrscher der Münzen, für was sind die so zuständig gewesen? Wir sind Händler allesamt. Unterschiedlichster Art sicherlich, aber die meisten von uns haben mit dem Jelly-Wein zu tun. Mix Nargis Ruba gehört zum Beispiel einer der Schenken hier. Mein Vorschlag wäre auch, wie wäre es, wenn ich euch eine Kiste zusammenstelle mit einigen besten Jellyweinen? 8 Flaschen? Oh. Als das klingt wirklich gut. Kleines Dankeschön, der Münzherrscher. Ihr könnt euer Geld behalten. Vielen Dank. Ja, okay. Danke. Oh, wunderbar. Trinkt auch. Ich kann gerne auch noch etwas zu essen holen lassen. Ja. Ich muss mich um zahlreiche andere Dinge kümmern. Die Parade ist auch bald und dementsprechend. Ja, also wir wollen euch nicht aufhalten, aber eine Frage noch. Ja? Das andere Attentat, wo genau hat das stattgefunden? Ich bin mir nicht sicher. Ich denke, da werdet ihr Sania Ruba selber fragen müssen. Okay, und wo finden wir? Ihr findet sie in der Schenke von Mix Nargis Ruba. Sie beschreibt euch kurz, es ist nicht allzu weit. Tatsächlich ist Sinda gar nicht so groß. Und von hier oben, von dem Dach des Gebäudes aus, könnt ihr auch sehen, dass die großen und schönen und hohen Gebäude sich tatsächlich nur an diesen Hauptstraßen entlang ziehen. Und in den äußeren Bereichen es kleine, größtenteils würfelförmige Gebäude sind, die sich eng aneinander schmiegen mit kleinen Innenhöfen, wo ihr seht, wie Leute kleine Feuer hüten und die auch sehr viel weniger prachtvoll bekleidet sind als die Leute, mit denen ihr bisher Kontakt gehabt habt. Wird die vakante Stelle des toten Zwerges denn neu? Oh ja, ist hier nur ein Erbe gewesen. Nicht der eigentlich. Das ist sein Vater, ist der Münzherrscher. Oh. Also jeweils ein Attentat auf die Kinder der Münzherrscher. Ja. Gut. Wie sah denn das Attentat aus? Wie wurde angegriffen? Sie wurde einfach auf offener Straße von Leuten angegriffen mit dem, was sie gerade in der Hand hatten. Aber ich denke, genaueres kann sie euch erzählen. Ich bin dann beschäftigt. Aber wo auch immer ihr meine Bewaffneten seht, die Angehörigen des ungesprochenen Verses, die Rüstung oder generell Leute, die sich euch gegenüber zu erkennen geben als Angehörige dieses Dienstes, könnt ihr mich erreichen. Oh, und sie zupft einen blütenförmigen, aus Kristall geschliffenen Anhänger von ihrem Schmuck und legt ihn auf den Tisch. Mit diesem Zeichen könnt ihr euch auch als Gesandte von mir ausweisen. Oh, vielen Dank. Eines? Ich nehme den Stein und halte ihn kurz jedem an die Brust. Und gebe dir an Irene. Dankeschön. Ja. Das ist wirklich schön. Dann steht sie auf, klemme mir irgendwo an. Greift zu ihrem Gehstock, nickt noch einmal und tack, tack, tack. Dann geht sie wieder die Treppe hinunter. Ich gucke etwas verträumt hinterher. Zupft unserem Gurm so ein bisschen so an der Robe oder so, deutet auf sie, als sie weggeht.
Guck mal, Papa, da fliegt ein Storch. Ja, sie ist sehr hübsch. Oder? Oh, okay, ich kippe den Rest aus meinem Glas bei Tok Tok ins Glas. Oh, der Stapel geht rein. Okay. Hm. Wie? Ui, war den Rotwein so lecker, lecker, lecker. Kein Problem. Also wir haben theoretisch den Wein, wenn wir dieses Ding hier fertig lösen, ja? Hm. Sogar sehr viel. Ja, naja. Und das Gold? Das nun geben wir natürlich unserem Auftraggeber zurück. Müssen wir natürlich. Das gehört ja nicht uns. Unserem Auftraggeber. Oh, sagtest du bereits. Ja. Jo. Du wirst dir schon noch dein eigenes Gold finden. Als Schildträger. Gut. Schauen wir uns diese Taverne einmal an, ja. Genauer. Ja, okay. Ja, wunderbar. Und ich würde diesmal langsam hinter Gom laufen. Ich würde mich auf den Weg machen und in eine völlig andere Richtung laufen, als die sie uns gerade beschrieben hat. Hüver? Ja. Ich glaube, es geht da lang. Ah, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier lang müssen. Nein, ich bin mir sicher, dass wir da lang müssen. Hat sie doch gesagt, links? Nein. Schaffe Reis kann ich deinen Weg nehmen, aber der wird definitiv etwas länger dauern wahrscheinlich. Was ist das? Beschaffe Reisküchlein. Oh, sehr, sehr gerne. Reisküchlein. Ja, er hat zwei Kupfer. Ein von zwei Kupfer nur. Dankeschön. Bewaffnet mit Reisküchlein. Und als du reinbeißt, rempelt dich jemand an. Sodass du die Hälfte des Reisküchleins dir über die Wange verteilst. Die Frau, die dich angerempelt hat, die schwarzen Haare relativ kurz geschnitten, eine einfache gelbe Tunika über weiten grünen Hosen und ziemlich kräftige Arme, dreht sich einmal zu dir um, schaut dann dir runter und wieder rauf, macht, dreht sich wieder um und geht weiter. Und rempelt weitere Leute an. Ich bin freundlich, aber ihre Tunika sah echt toll aus. Wie kannst du noch was Nettes sagen über so einen unhöflichen, was auch immer sie ist? Schnapp. Müssen wir einen Grund gehabt haben. Sie stand nicht tatsächlich zu weit im Weg auf der Straße oder so. Ist ein Reisküchlein einfach. Okay, es ist ziemlich. Möchtest du ein Stück probieren? Das ist wirklich gut. Die perfekte Mischung aus pikanter Schärfe, aber nicht zu scharf, dass die Zunge taub wird. Aber es ist ja gut, okay. Ich beiße kurz rein und währenddessen lege ich hier wieder den Arm auf. Rechts von euch schreit jemand laut auf. Und ihr hört ein Pock, Pock, Pock von Holz, das auf Fleisch schlägt. Ich würde instant dahin rennen. Was passiert? Du rennst dahin und du siehst einen Händler, der mit einem Stock, der so einen Haken am Ende hat, und du würdest sagen, der ist dazu da, um Säckchen mit Kräutern von oben, von Rängen und Bändern und dergleichen runterzuholen, auf einen Mann einschlägt, der gerade zu Boden geht, und er lässt auch nicht nach und schlägt weiter noch, während sofort er schon... Sofort eine Backhandschelle. Dann gib ihm einen Angriff. Yes, ich mache aber tatsächlich nur einen. Die Situation richtig eingeschätzt. Das ist dann ein Unarmed Strike, ich nehme keine Claws. Mhm. Das wäre eine 15. Ja, das ist ein Treffer. Du gibst ihm mit der Rückhand ein. Der Was machen Sie denn da? Man dreht sich das um seine eigene Achse. Schwankt gleich. Ihr könnt alle mal einen Wahrnehmungswurf machen. Perception. Oh, das hat diesmal so wunderschön gehört. Perception. Perception meinst du? Ja. 17 plus 5. Oh, net 20. Nice. Ich habe nur eine 14. Ich habe 19 mit Disadvantage. Du, ich will sagen, es gewürfelt. Ist Perfection. Du schaust auf deine Pfote, mit dem du ihn geschlagen hast, und auf das Gesicht und die Kleidung des Händlers, der jetzt schwankend, was? Und du siehst so einen leichten, rosigen Schimmer. Mm. Ein rosa Glitzern auf deinem Fell. Ich schüttel so meine Hand. Ne, da habe ich noch was im Gesicht. Ich meine, die hängt hier was da.
Mehrere Leute eilen jetzt dabei und knien sich zu dem Mann, der am Boden liegt. Und ihr seht einen großen, breitschultrigen Mann mit einer rot gefärbten Schürze, sehr sauber geschnittener schwarzer Bart und kurze schwarze Haare, der sich hinhockt und dann hochschaut und vor allen Dingen zu Jorin schaut, der das Ganze ja unterbrochen hat. Ist alles in Ordnung? Ich guck den Typen an, dem ich die Schelle gegeben habe. Der schaut sich verwirrt um, lässt den Stab fallen, greift sich an die Backe, die du geschlagen hast und die schon rot anläuft, deutlich mit dem Abdruck deiner Pfote. Warum? Oh, bei allen Geistern. Was ist passiert? Was? Ja. Nein. Verfluchte Biese. Das darf nicht sein. Und ich zeig dem großen Typen meine Hand, die so rosig ist. Was ist mit eurer Hand? Er steht wieder auf. Ihr habt aber nur ihn geschlagen, ihr deutet auf den Händler und nicht yes. Arel Avim. Wer ist Arel Avim? Nein. Dem beginne ich mal aufzuhelfen, dem Herrn Avim. Der ist bewusstlos. Oh! dann lege ich mal meine große Schildkrötenpranke auf seine Stirn und pump ihn mal ein bisschen Lay on Hands rein und guck mal, ob er wieder zu sich kommt. Nicht zu viel, sonst platzt er. Oh, sorry. Ich gebe ihm mal 5 Trefferpunkte. Sie haben nicht so viel Lebenspunkte. Er fängt an zu husten, öffnet die Augen. Oh. Tief. Danke, sagt der Mann mit der roten Schürze. Und kratzt sich kurz im Hinterkopf. Ihr seid ziemlich eindeutig nicht von hier, sonst würde ich euch vermutlich auch kennen und ihr wüsstet, wer ich bin und ihr wüsstet, wer Arel Avim ist. Wer ist der Sohn von Messer Solen Avim? Eine Münzherrscher. Herrscher. Ein bisschen kennt ihr euch also schon aus. War das ein weiteres Attentat? Interessant. Die Kinder dieser Münzherrscher sollten erstmal nicht auf die Straße. Und was hat er euch getan, dass ihr ihn so gemein angegriffen habt? Ja, mit diesem Stock, mit diesem Haken. Er hat ihn einfach verprügelt. Er hat nichts getan. Ich weiß es nicht. Es ist auf einmal eine Wut über mich gekommen. Ich kann es nicht erklären. Glaubt mir, ich bin ein friedliebender Mann. So etwas würde ich niemals tun. Schon gar nicht jemandem, der mein Kunde ist. Wie dumm muss das denn sein? Ziemlich. Ich würde gerne einen Inside-Check machen. Dumm. 18. Der ist aufrichtig verwirrt. Der hat gar nicht gerade die Geistesgegenwärtigkeit, um zu lügen. Braucht er noch eine Schelle? Nein, ich glaube, er sagt die Wahrheit. Ein Zauber? Vielleicht. Wirklich? Was ist das Letzte, woran ihr euch erinnert? Ich habe mich mit Arel Avim unterhalten. Er wollte eine Mischung kaufen bei mir. Es waren noch ein paar andere Kunden, die sich Sachen angesehen haben. Und dann jemand hat mich angerimpelt. Eine Frau mit kurzen schwarzen Haaren. Gelbe Tunika oder so? Eine. Gelbe Tunika, ja. Ja, ich erinnere mich an eine gelbe Tunika. Tunika, hat sie schon. Ja, der Vollidiot mit seiner Kutsche ist einfach an uns vorbeigebrettert. Ich hätte mich geschnitten. Du recht. Der Hals fährt aus und guckt so, jetzt nicht mal auf der Höhe von dem Leonin kommt er, aber er guckt so sich ein wenig um und versucht die gelbe Tunika zu erschauen. Ich würde mich auch umschauen. Wahrnehmungswürfe? Nee, ich glaube, Joe checkt noch nicht, dass er was gucken muss. Eine schmutzige 20. Eine schmutzige 20. Ihr seht euch um und ihr könnt mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass die Frau nicht mehr irgendwo in Sichtweite ist. Dafür seht ihr zwei Bewaffneten näher kommen mit der goldverzierten Rüstung, die ihr schon kennt. Hm.
Gum, erzähl ihnen die Situation, du bist so redegewandt. Oh, will das vielleicht nicht einer von euch schnell sprechen über... Nehmen, ja, ich mach das. Ich würde den Wachen entgegenkommen. Und sie abholen. Die schauen zu dir und zu den anderen und sehen die rosa, also die aus Kristall geschliffene Blüte, die Irene trägt, nicken direkt. Wir übernehmen dann hier. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Haben Sie vielleicht eine junge Dame mit einer gelben Tunika gesehen? Man guckt sich einander. Sie hat eben ein paar Leute angerempelt. Ja. Ja, genau die. Aber ich kann euch nicht sagen, wo sie hin ist. Leitet. Gut. Eine Suche nach dieser Frau. Die Stadt ist ja nicht sonderlich groß. Ihr müsst sie finden. Ja. Nun, aber wenn sie eine Datura ist, dann kann sie sich auf magischem Wege vor unseren Augen verbergen. Eine Jemand, die mit Bisa, mit Geistern arbeitet? Ja, das wussten wir natürlich. Geist. Ich würde Tok Tok nehmen und ihn vor die Wache halten. Und was sollen wir mit dem Vogel? Ich gucke Tok Tok an. Er kam mir so vor, als wollte er irgendwas sagen. Nick, wie sag Gott. Schon! Und ich stand ja auch dabei mit den Reisküchlern, weil ich da auch denke, wie Tok Tok frisst ja alles. Das ist ein bisschen das Ding. Ich habe die auch gesehen, die Dame, ne? Ja. Und als Kenko habe ich halt Mimikry, also ich bin halt echt gut drin, Sachen nachzuahmen und so und entsprechend zu beobachten. Deswegen würde ich das Guy self-casten, um mich so aussehen zu lassen wie sie, damit die Wache genau weiß, wie die ausgesehen hat quasi. Nice. Das ist so die Idee. Und vielleicht auch den Satz, den ich gehört habe, von ihr genauso nachzumachen mit ihrer Stimme, weil vielleicht erkennen die dann direkt und... Haben die schon mal gesehen oder so. Bitte signalisier mir, dass ich dich vorher loslassen soll. Der verwandelt sich. Jetzt auf einmal, naja, deine Hände sind immer noch da, wo sie vorher waren, genau. Aber es sieht jetzt aus, als wäre da die Frau. Auch mit der Kleidung und so. Und ihr hört ein ganz leises. Ein Schildkrötenklaue geht auf deine Schulter. Und deutet zu Hause. Ich nehme an, das soll heißen, dass wir nach dieser Person suchen sollen. Ja. Sehr gut. Ja. Und dann mit ihrer Stimme sowas so, aus dem Weg! Der andere erhebt die Stimme in einer Sprache, die ihr nicht kennt, die hier die hiesige Sprache zu sein sollte, aber dem Tonfall nach könntet ihr schwören, dass ihr sagt, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Aber wir haben ja gesehen, in welche Richtung sie gegangen ist, nachdem sie uns angerempelt hat oder Irene angerempelt hatte. Ja, die Straße runter auch in die Richtung. Also alle anderen. Tatsächlich nicht, in die Richtung, wo ohnehin auch die Taverne ist, zu der ihr wolltet. Das trifft sich ja. Dann würde ich in eine andere Richtung zeigen und sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da lang gelaufen ist. Was ist mit deinem Orientierungssinn los, Neva? Gefühlt zeigst du immer in die exakt gegensätzliche Richtung, in die wir müssen. Also selbst. Du bist also der Meinung, du meinst es besser. Ja. Nun. Wir können ja deinen Weg ausprobieren und dann sehen wir, wohin das nicht geht los. Das ist... Es führt euch nach zwei weiteren Straßen tatsächlich zu der Schenke, die ihr gesucht habt. Der Stechapfel, wie sie heißt. Oh. Ich bin sehr stolz auf meine Errungenschaft. Also gebe ein bisschen damit an. Also mein Opa hat ja damals auch immer gesagt, naja, also egal, wohin du gehst und wie du gehst und so lang genug gehst oder so, also irgendwann kommst du dann halt auch in Baldur's Gate an. Mit deinem Weg werden wir auch hier angekommen. Ich muss sagen, also ich wäre auch hier gelandet. Ja. Definitiv, ja. Und du hast noch ein bisschen Reiskuchen im Gesicht und ich mache das ab. Danke. Ja. Und dann betreten wir die Taverne. Die ist tatsächlich ziemlich gemütlich eingerichtet. Es gibt eine ganze Reihe von Gästen, wobei ihr aber auch vor allen Dingen Irene, der ja nichts entgeht, so, siehst, dass eine ganze Menge von denen verborgen Waffen tragen. Und auch auf die Blüte schauen, die du trägst, und ein paar von euch leicht zunicken, also vermutlich zu diesem selben Waffendienst gehören, dem ungesprochenen Vers, wie sie vorgestellt wurden. Hinter der Theke steht ein geschlechtlich nicht einzuordnender Orki und begrüßt euch mit einem freundlichen Ah!
Was kann man für euch tun, Wanderer? Oh. Jellywein? Ich will erst mit einem Glas Wasser anfangen. Vielen Dank. Sicher, gerne doch. Gehört euch diese Taverne? Ich bin Mix Nargesoba und ja, das ist meine Taverne. Das heißt, euer Sohn, eure Tochter geht es gut? Meine Tochter Senia sitzt da drüben. Oh. Aber sie wurde nicht letzt Opfer eines Attentats. Angriffs. Sie wurde gestern angegriffen, Nick. Aber sie hat es gut überstanden und wir versuchen uns davon nicht kleinkriegen zu lassen. Nein, im Gegenteil. Er stellt ein Glas kaltes Wasser auf den Tisch. Dankeschön. Wir haben vor, mit den Feierlichkeiten genauso weiterzumachen wie bisher. Und wenn ihr noch ein kleines Weilchen bleibt, so werden mehrere der besten Diven der Stadt hier auftreten. Diva Luma und andere der Gelehrten der Elucidare werden hier auftreten und tanzen und singen für euch. Oh, können wir so lange bleiben? Ist nicht sicher. Ein weiterer Sohn eines Münz Herrschers ist vor wenigen Stunden tot. Aufgefunden worden. Und eben gab es einen weiteren Angriff hier. Auf in der Straße. Weiteren Sohn eines Münzherrschers. Oh. Arvin. Ja. Tot. Sie sind alle tot. Nein, alle gemetzelt, ausgeweidet, alle tot. Meine ganzen Gänse. Ja, das? Nein, was? Machen Sie, nein, Arim Arvin hat überlebt, keine Sorge. Ein Toter. Ja, also unser Jorin hat hier sehr gut interveniert. Ja. Ein Toter und ein Angriff auf Kinder der Münzherrscher. Ja. Wer könnte? Wer ist das, der gestorben ist? Oh, ein Zwerg. Er heißt Jakobo, der Erstgeborene. Popo. Ist eure reizende Tochter auch eine Erstgeborene? Ja, sie ist meine älteste Tochter. Habt ihr zufällig gestern eine Frau in einer gelben Tunika gesehen? Siehst du noch so aus, Tok-Tok, oder hast du dich zurückverwandelt? Weil es ist eine Stunde, glaube ich. Wie lange? Ich glaube, das dauert eine Stunde, ja. Ja. Eine Stunde. Wenn man möchte. Dann werde ich wahrscheinlich so hinterhergelatscht sein. Ja. Also, wenn das nicht so super weit ist, ja. Ich nicht, aber. Und er schaut in die Ecke und ihr seht, dass dort eine junge Orkin sitzt, die mit sehr großen Augen zu Tok-Tok starrt. Tok-Tok, sie erkennt dich wieder. Keine. Ich gehe zu ihr rüber. Panik. Sie setzt sich zurück und zwei von den Leuten mit den versteckten Waffen ziehen die Waffen hervor. Lange Dolche. Wahrscheinlich wird Tok-Tok das sogar vergessen haben. Keine Sorge, es ist nicht wirklich die Dame. Es ist ein Kenku in Disguise. Und zum Beweis schlägt eine große Schildkrötenklaue der Dame ins Gesicht und geht durch das Gesicht durch, weil der Kenku kleiner ist als das Gestalt. Wir ermitteln. Es ist aber kein Bisa, kein Geist aus der Wildnis. Aber wir vermuten, dass Geister Magie im Spiel ist. Könnt ihr uns sagen, was gestern passiert ist? Ich habe eingekauft. Mehrere Bedienstete waren mit bei mir dabei. Und ich habe mich plötzlich. Also auf einmal war eine Wolke von schimmernder, rosafarbener Asche um uns. Und haben alle angefangen zu husten. Mir ist für einen Moment schlecht und schwindelig geworden, aber dann ging es mir besser. Aber dann haben meine eigenen Bediensteten mich angegriffen. Plötzlich. Teils mit bloßen Händen, mit Körben, mit den Waren, die ich gerade gekauft hatte. Nein, er hat versucht, mir eine Flasche über den Kopf zu ziehen. Aber rechtzeitig sind mir andere Leute zur Hilfe gekommen. Aber hier, der Kinku. So sah
so eine Person als vorher in meine Begleiter hineingelaufen. Ja, wurden auch angerempelt, ja? Ich erkenne ein Muster. Ich gucke Irene an, die auch angerempelt worden ist. Oh, ich hätte eine Frage. Mhm. Tatsächlich an unseren Kenku. Übernimmst du nur das Aussehen oder zum Beispiel auch Geruch? Das glaube ich, nur das Aussehen. Ja, ich glaube auch. Gut, das ist dann halt auch nur illusorisch, also kannst du nicht Dinge anfassen und so, sondern. Gut, dann, sobald ich nochmal gesagt bekomme von Milva, also als sie sagt, so, dass unsere Milva. Irene an. Sie ist keine Schlagersängerin. Milva. Milva noch nicht. Oh ja, Milva wird sicher eine Schlagersängerin. Zwei Flaschen Wein später ist sie Schlagersängerin. Dass Irene angerempelt würde, würde ich gerne an Irenes Schulter schnuppern. Also ich geil. Es riecht nach Herbstlaub und Nüssen, Moos und die fliegt auch so ein Blatt entgegen, während du an mir schnüffelst. Sie riecht fast mehr wie ein Wald als wie eine Person aus Fleisch und Blut. Seltsam. Stimmt. Riecht jemand Duft nicht? Oh Gott, rieche ich schon? Nein, du riechst gut. Dankeschön. Dr. Kramp, so. Es sieht ein bisschen komisch aus. Es sieht so ein bisschen aus, als ob er sich so in die Seite, in das Kleid so rein oder in diese Robe von dir so reingreift, weil er diese Illusion hat. Und holt so ein kleines Fläschchen raus und hält dir das so hin. Ist verkorkt. Also, Nilva. Ich nehme die Flasche, was da drin. Nee, nicht Nilva, hier. Irene? Irene, genau. Ich gebe sie weiter an Irene. Entschuldigung. Was ist das? Verkorkt. Wenn du es aufmachst, riechst du, dass es sehr schön nach Blütenduft riecht. Das ist offensichtlich eine Art von Parfum in so einem Flakon, der verkorkt ist. Ich nehme so ein ganz bisschen auf meine Hand, mach das an meinen Hals. Wie so, viele? Oh, vielen Dank und ich reiche die das Fläschchen zurück. Wieso kriegst du mal Geschenke? Wenn du mir zurückgibst, nehme ich einen guten Schluck davon, kock das wieder zu. Deshalb hat er niemals Mundgeruch. Jetzt riecht sie für Jorin nach Herbst mit Flieder und Frühling so. Und Alkohol. Wie viele MünzherrscherInnen gibt es denn hier in Sindar? Danke. In Sindar? Nun, wir versuchen die Anzahl immer gleich zu halten. 6 Stück? 6. Und Grand Messer Amosni regiert. Ist der erste der Münzherrscher, Madame Kitmata, Madame Samira Ara, Messer Solenavim, Mix Nargis Ruba, mein Älter, und Mix Massimo ein. Und werden diese samt Kindern an der großen Parade teilhaben? Oh, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Prinz des Lasters, der die Parade anführen wird, auf jeden Fall, ich glaube, es wird der Sohn von Solena Wim sein. Nein. Oh. Ich bin mir nicht mehr sicher, wer dieses Jahr das übernimmt. Ich bin ein bisschen verwirrt. Das müsst ihr mir verzeihen. Ich bin kein Orakel, aber ich sage, ich glaube, es ist Azra Nir, der Sohn von Amos Nir, also dem Grand Messier. Das. In dem Moment geht die Tür auf, klack. Oh. Und hereinkommt eine Frau mit hellbrauner Haut, hochgestecktem dunklem Haar, in einem Traum von Flitter, pinken Federn, Seidenschleiern und aufgestickten Kristallen, die auf immens hohen Absätzen klack, 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 klack in den Raum stolziert kommt. Und hinter ihr eine ganze Reihe Tänzer und Tänzerinnen, alle in anderen Farbthemen, grün, blau, gelb, purpur. Die ähnlich hereinmarschiert kommen. Die Leute springen schon auf, applaudieren und eine kleine Bühne wird freigemacht, auf denen sie sich in Pose. Ich halte Irene an ihrer Robe fest. Ich will gar schon losgehen, wenn es geil ist. So groß ist der Raum auch gar nicht. Also du kannst, es ist nur wenige Schritte von euch entfernt tatsächlich, der Rand der Bühne, zu deinem Glück. Du könntest, wenn du dich anstrengst und Nilva dich loslässt mit einem beherzten Sprung, direkt an der Kante der Bühne sein. Nein, wenn Nilva mich fesselt, würde ich einfach nur auf Spannung stehen. Ja, auf Spannung stehen und
schon ganz aufgeregt hin und her tapsen. Ich warte draußen. Reiz. Ja. Du solltest wieder du werden, falls das... Und Gom geht tatsächlich raus vor die Tür und schaut doch so rein, aber das ist ihm gerade zu viel. Ich folge ihm. Du gehst in Richtung Tür, während auf der Bühne ein paar Leute behende Lampen verteilen, ein anderer eine Flöte ansetzt, um zu spielen und die Frau in den pinken Kostüm in einen Beutel greift und eine Handvoll Flitter und Glimmer und pinkes Puder in die Luft wirft. Und dann anfängt... noch mehrere von den anderen Tänzern und Musikern anfängt zu husten und zu würgen. Dann schaut sie hoch. Ich würde Neva ein bisschen schieben. Der Tortel ist erst ein paar Schritte weit gekommen. Sie macht einen halben Schritt da vorne, strauchelt auf ihren hohen Schuhen, schaut runter, greift sich einen davon vom Fuß und springt dann auf Xenia zu, mit dem Schuh als Waffe erhoben, mit dem Stiletto. Eine Initiative hätte ich gern von allen. Habt ihr auch Stilettos dabei? Ich wollte eigentlich sagen, als sich dieser Flitter so senkt, senkt sich auch die Illusion über Tok Tok. So. Ich hätte eine ganze 8. So, 8 plus 4, 12. 23. 12, 12 für Tok Tok. Entschuldigung. Ja. Also, 23 für Irene. Nilfa? 7. Mhm. Jemand, der nach mir drankommt. Ich hab schon plus 4 auf Initiative. Jorin. 8. Und unser Tortel. Ja, ich hab eine 4 gewürfelt, aber ich krieg minus 1. 3. Okay, dann schon mal. Embrace nach. The Dumpstep. Ah. Okay, ich habe mich gerade hart gewundert, warum ich eine Indie plus 4 habe, aber einen Dex plus 3er Bonus. Bade, ne? Genau, weil das ein Indie-Check auch ein. Ich habe einen meiner Rerolls verwendet, um die Initiative. Ich habe 3 Rerolls. Du hast 3 mindestens. Ah, genau, jetzt habe ich noch 2, um die Initiative der Tänzerin, der Diva Luma, noch einmal neu zu würfeln, die jetzt bei 22 gelandet ist. Das heißt, Irene ist die Einzige, die vor ihr handeln kann. Du bist ja direkt vor der Bühne, quasi auf Spannung mit Nilva, die hinten an dir dranhängt und siehst, wie die Diva mit ihrem Schuh in der Hand auf Xenia und dementsprechend auch auf dich zuspringt. Das ist die Frage, bleibst du da? Du scheinst nicht ihr Ziel zu sein. Könntest du auch einfach aus dem Weg gehen? Nein, ich gehe nicht aus dem Weg. Ich weiß ja, wer ihr Ziel ist. Das Problem ist halt nur... Ich will sie auch nicht verletzen. Ich will sie auch nicht direkt töten. Deswegen würde ich... Du kannst ja immer ansagen, dass du einen Betäubungsschaden machst. Ja, das ist gut. Wie nah ist sie denn schon an mir dran? Betäubungsschaden ist auch... Sie ist in der Luft. Sie springt auf dich zu. Sie wird quasi dich als Sprungbrett benutzen. Das scheint ihr Plan zu sein, um über den Tisch... und zu Xenia zu kommen. Du musst dich jetzt entscheiden. Ich würde tatsächlich so schnell es geht meinen Langbogen ziehen, ansetzen, als Bonusaktion Ensnaring Strike wirken und schießen am besten an eine nicht tödliche Stelle, in der Hoffnung, dass mit Ensnaring Strike ich sie fangen kann oder dass sie sich nicht mehr bewegen kann. Gut. Dann versuch doch mal zu treffen. Ja. Das ist eine 14 zum Treffen? Nein. Dexterity. Tänzerin. Schlimm. Ich meine, ihr habt auch Rerolls, aber ansonsten geht der ein paar fehl und im Hintergrund rollen sich klack, 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 wunderschöne Ranken. Die aber ich habe aber ja auch extra Attack. Ich kann ja zweimal schießen. Ich wollte gerade sagen, wir haben Rerolls, aber wir haben auch WTF. Hey. Das sind 25 zu treffen. Nein. Das ist ein Treffer. Dann muss sie... nimmt sie Schaden. Soll ich meinen Schaden würfeln, wenn ich nicht tödlich treffen will? Oder? Ja, klar. Das ist trotzdem nicht ungefähr. Schon die 8 gewürfelt. Das sind volle 13 Schaden. Mhm. Und sie muss einen Strength-Saving-Throw machen. 16? Oh, das schafft sie, glaube ich. Ja, das schafft sie. Das heißt, sie windet sich aus den
Ranken heraus. Sie wechselt aber das Ziel und sticht jetzt mit dem langen metallenen Absatz, dem dornförmigen, der ansonsten beim Tanzen ihr ganzes Gewicht tragen muss, als Waffe nach dir und versucht, dich am Hals oder sonst wo zu erwischen, während ihr Gesicht verzerrt ist unter der sehr sorgfältig angelegten Schminke mit sehr fein gemalten Blumenmustern rings um die Augen und bunt bemalten Lippen. Eine 19? Trifft. Das sind 5 Trefferpunkte. Und sie setzt direkt noch mit einem zweiten Hieb nach. Das ist aber nur eine 10. Das trifft. Nehmen wir an, der geht fehl. So, so, so. Und einmal ins Fleisch hinein an der Schulter. Landet sie mit dem Schuh. Als nächstes ist dann dran. Oh, doch schon. Okay, ja, die anderen sind noch langsamer. Auf der Bühne sind ja ihre ganze Entourage und so. Die hat den Staub auch über alle von sich da gemacht. Ja, also die fangen auch an, jetzt in die Menge zu springen und mit den Leuten dort zu ringen. Okay. Die sind aber alle, deiner Einschätzung nach, nicht annähernd so gefährlich wie die Diva selbst. Okay, gut. Dann schaue ich da auf diese Bühne und greife irgendwie in so einen kleinen Beutelchen rein und hole so glitzerndes Puder heraus, schüttel das in der Hand, puste das und dann so... Regenbogen! so eine Stimme von so Krächzen. Und ich caste Hypnotic Pattern auf die Bühne quasi, also auf die alle noch auf der Bühne sind, ohne dass ich die vor der Bühne quasi erwische. Das ist ein 30-Fuß-Kubus und alle Kreaturen, die da drin sind, müssen einen Wisdom-Save machen. Ansonsten... Eine 20, eine 16 und eine 14. Dann ist die 14 nicht geschafft. Gut. Zwei dann von denen schütteln das ab, aber einer von den Tänzern bleibt da stehen und schaut sich um, wenn rings um ihn silbrige Funken mit einem Schimmer von allen Regenbogenfarben tanzen und wirbeln. Diese Person ist jetzt charmed von mir und gleichzeitig auch incapacitated und hat Geschwindigkeit 0. Also es ist wirklich so, und ja, sollte die irgendwie Schaden kriegen, dann hört das auf. Aber ansonsten ist jetzt erstmal, ist das toll. Ja. Genau. Ja. Gibt es sonst noch irgendwie eine Bonusaktion oder irgendetwas, was du tun willst? Ja, als Bonusaktion schaue ich unseren Leonin an und klopfe ihm so auf die Schulter. Chris Bardic Inspiration sagt: Schnapp ihn dir, Tiger. Und ja, Chris Bardic Inspiration ist ein W8, solltest du wissen. Ich hoffe, irgendjemand kann Tote wiederbeleben. Okay. Der Tod lebt. Zum Fuß. Aber langsam. Wie war das? Das muss innerhalb von einer Minute geschehen. Fünf Minuten. Achso, nee, Babyfall kann ich eh nicht. Komm. Ja. Jorin, was möchtest du denn machen? Erstmal meine Bonus-Action, nämlich Frenzy Rage. Natürlich. Und ich ziehe sofort natürlich mein Großschwert. Ich will immer sagen, den Tiger in dir und dir. genau. Und dann, hacke ich zweimal auf diese nette Lady ein. Betäubungsschaden, also, oder? Nein. Frage. Ich frage für einen Freund. Nein. So, das macht... Aber kein Freund. Das ändert aber nichts an meinem Hit, deine. Nee. Alles cool. Du nimmst nur einen Schaden, das ist einer von denen. Da haben wir erstmal To Hit 21. Hier ist dein Treffer. Yes, und dann 2d6 plus 3. Na komm schon. Das sind 7, sind schon mal 10 für den ersten Schlag, 10 Schaden. Und dann nehmen wir den zweiten dazu. Und, hast du deinen Rage Damage dazu gerechnet? Ja, du kriegst noch Rage Damage. Plus 2 Rage Damage kommt noch dazu. Also das wusste ich nicht. Dann 12, ja. Und der nächste ist leider nur eine 9 to hit. Ja, das trifft nicht. Kannst du die 8 draufwürfeln? Kannst du die 8 draufwürfeln? Stimmt, du kannst die bardische Hilfe zu Rate ziehen. Ah, ja, die bardische Hilfe würde ich mir gerne zu Rate ziehen. Ist das dann nochmal würfeln? Ein W8 würfeln und drauf rechnen. Ja, nehme ich mir sofort. Das wusste ich tatsächlich nicht. Aber den nehme ich gerne mit. Oh, eine 7. Hoho. Also. Das waren 3 plus 6. Ja. Dann ist es ein Treffer. Ja. Sauber. I got your back. Fall nicht runter, du Würfel. Es sind leider Gottes nur 3 plus 2 Rage sind 5, sind plus 3 sind 8 Schaden.
Also 20 Schaden. Nur. Leider nur. Ja, weil es ist. Ach, wie ärgerlich. Ist nicht explodiert. Er ist enttäuscht. Mit mehreren Hieben prügelt Jorin die Diva quasi über die Tische, die aber mit einem ähnlich wütenden Fauchen wieder aufspringt, immer noch den blutigen Schuh in der Hand, wo Irenes Blut von abtropft, von der Ferse. Gugurugu, ist das Blut am Schuh. Nilva, ich nehme an, du hast irgendwann während des Geschehens Irene losgelassen oder hältst du sie immer noch fest? Und was tust du sonst so? Ich hätte sie losgelassen, nachdem sie geschossen hat, auf jeden Fall. Das erste Mal habe ich deswegen auch verfehlt. Natürlich. Sicher. Sie steht ja noch da mit ihrem Stiletto in der Hand, ne? Ja. Ja. Dann würde ich mich hinter Irene hervorwursteln und meine Schlagringe auspacken und in den Nahkampf gehen mit der Stiletto-Dame. Und dir zweimal eine auf die Nase, tock, tock auf die Nase passen. Du nimmst tock, tock und haust dir auf die Nase. Ich weiß nicht, ich schwöre. Das erste ist eine 15. Das ist kein Treffer. Und das zweite ist eine 26. Das ist auch ein Treffer. Also, das wäre auch schön, dass es irgendwann nicht mehr trifft. Das ist zu viel. Ich würfel erst meinen Schaden und dann mache ich gleich noch meinen Keypoint oben drauf, aber lass mich kurz. Also. Möchtest du einen betäubenden Schlag durchführen? Ja, ich möchte sie nicht töten. Maximal K.O. Das erste sind 7 Damage und das zweite sind 9 Damage. Mhm. Und ich würde gerne einen Keypunkt ausgeben, um sie zu stunnen. Und sie muss einen Con-Saving-Throw machen gegen 13. Sie hat einen 9 gewürfelt, das sind insgesamt nur 11. Also tatsächlich, es gibt ein leises Knistern. Und ein Zucken läuft einmal durch den gesamten Körper der Diva und sie bricht auf dem Tisch zusammen, auf dem sie gerade stand. Mit einem Klack, Klack, Klack rollt ihr Schuh runter. Ringsum kehrt ohnehin langsam jetzt Ruhe ein. Seht ihr, da presst sich ganz in die Ecke. In der Nargis Ruba steht unter seiner dunklen Haut vollkommen bleich, mit zitternden Händen. Hinter der Theke. Schaut nach links und nach rechts. Und dann kommt die Tänzerin langsam wieder. Schaut runter, presst die Hand auf die Wunden, die ihr ein gewisser Löwe geschlagen hat. Was? Wie weit ist sie von mir mit weg? Mit den Geistern. Nur so 2-3 Schritt. Okay, cool. Ich hole aus. Ich würde versuchen, Jorin wegzutackeln auf jeden Fall. Oder zumindest also, Irene aufzuhalten. Ist auf jeden Fall schneller dran. Die aus, Bello, stimmt. Aus! Ich bin aus. Dran. Aus. Ich wollte sagen, Gom ist auch noch dran. Ich wollte das. Also, stimmt. Gom ist im Moment. Gom. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Ich würde mich zum Töchterchen bewegen, tatsächlich das Schild vom Schild nehmen und sich vor das vermeintliche Opfer tatsächlich stellen. Und dann sehe ich, wie unser Löwe immer noch rasend ist, sehe aber auch, also ich bin nicht schnell, aber Weisheit 14 ist okay. Das heißt, ich sehe, die Panzerin ist am Boden, das Stiletto ist ebenfalls am Boden. Und bevor unser Löwe weitergeht, würde ich Command auf unseren Berserker wirken und bräuchte einen Weisheitsrettungswurf gegen 15 von dir, Walker. Ja, ist klar. Warte mal, Weisheit habe ich. Ja, 0, okay. Das könnte schlimmer sein. Ja. Könnte minus 3 sein. Ja. Ich habe eine 17 gewürfelt. Aus! Und das kommt ziemlich schnell. Du schreist aus? Ja, und du musst dem Kommando folgen. Also, er hat eine 17. Ja. Also eine 17, ich dachte eine 13. Ja, dann passiert dann nichts. Ruft er nur aus. Dann rufe ich nur aus. Ja, da wo du ausrufst, ist es. Und. Dann folgt noch ein Bitte. Oh. Ich steck so mein Schwert weg. Achso. Brauchst du kein DC? Ich brauche schon jemanden, der was gemacht, sagt. Fifi. Hast du fein gemacht? Ja, hast du fein gemacht. Ja. Ich weiß nicht, ich schwöre. Man hört ein Schnurren langsam. So.
perfekt zum richtigen Zeitpunkt aufgehört. Und ich gebe ihm so ein kleines Kauen an der Schulter. Mein Kopf sagen, lehnt sich so zu ihr. Also der rollt sich nicht mehr. Also ich würde sagen, Sieg nach Punkten. Beugt mich ein bisschen über die Diva. Der Abend ist beendet. Ein Arzt für die Diva Luma. Ansonsten bitte verlasst die Taverne. Bitte verlasst die Taverne. Nargis winkt die Leute raus. Nein. Wir haben einen Arzt. Achso. Leute gehen murmelnd raus. Auch die anderen Tänzer sind jetzt langsam wieder. Ja, Tok-Tok stellt sich an der Nähe von der Tür und leitet die Leute raus. Raus hier, Leute, raus hier, es gibt nichts mehr zu sehen. Nichts passiert, einfach raus hier. Raus hier, Leute, es gibt nichts zu sehen. Raus hier, nichts passiert. Okay, Gum, du bist fast da, du hast es fast geschafft. Bringt eure Tochter bewacht in Sicherheit. Es ist noch nicht ausgestanden und es wäre hilfreich, wenn ihr all die anderen Münzen... Er eilt einfach an dir vorbei und nimmt deren Tochter in den Arm. Es tut mir so leid, das ist meine Schuld. Das ist die Hände vors Gesicht. Ich muss es den anderen sagen, es holt uns alle ein. Also ich würde sagen, Gum kümmert sich erstmal um die Verletzte und dann... Sofort Boten zu den anderen Münzern. Vielleicht müssen wir sogar die Parade, die Parade läuft gleich. Lass doch rüber, bisschen. Wenn das so einfach ist mit diesem komischen pinken Staub, dann ist so eine Parade tatsächlich gefährlich. Huh. Ja, was habt ihr gemeint, als ihr sagtet, alles holt uns ein? Gib mir doch mal einen Wurf auf Einschüchtern oder Überreden. Warte, vielleicht kann ich das. Ach, Einschüchtern ist doch bestimmt. Kann ich hinter ihm stehen und so ein bisschen so. Ja. Ich bin so mit den Vogelaugen, mit diesen schwarzen Pupillen. Jorin robbt so auch hinter sie. Nein, Spaß. 12. Ich bin klein. Um da zu unterstützen. Nagis lehnt sich zurück. Senja, geh bitte nach oben. Sie nickt euch noch zu. Verneigt sich vor Irene. Danke. Danke, dass ihr mich beschützt habt. Während ich einen leichten Druckverband auf meine Schulter packe. Sie Pflaster raufklebe. Zieht eine goldene Haarverzierung aus ihren hochgesteckten Haaren. Überreicht sie dir. Wieso? Aber komm, das ist schön. Und auch die packe ich in meine Haare. Und dann geht Senja die Treppe hoch. Die Diva Luma wird im Hintergrund auch versorgt. Der Jellywein. Die Blüten Gesundheit? Waren die Erfindung und ein magisches, nein, kein Geschenk, eine magische Gabe. Hm. Einer mächtigen Datura, nein, ich würde sagen, einer Hexe, die mit der wir behandelt haben, die Münze. Hm. Die Erstgeborenen. Ihr wisst schon, dass man mit diversen Feenkreaturen keinen Handel treiben sollte, oder? Keine. Das wissen wir, deswegen Belehrung. Haben wir sie umgebracht. Oh. Vielleicht hatte sie einen Erstgeborenen. Oh. Wir haben den Handel haben Schwestern abgeschlossen. Ja. Sie hat uns die Erde magisch verändert und diese Blüten gegeben. Und danach haben wir sie umgebracht, um unsere Kinder zu beschützen. Oh, das klingt fair, ja. So funktioniert das selten. Aber es ist nun mal... Aber es ist mehrere Jahre gut gegangen. Ich weiß nicht, was sich geändert hat, was jetzt passiert ist. Nun, jemand ist in der Stadt, die anscheinend gegen diese Art falschen Handel war. Und ich lege mal meine Klaue auf Irene. Wie viele Lebenspunkte hast du verloren? 5. Nächste 5. Oh, danke schön. Die große Schildkröte im Himmel. Schütz dich. Muss wirklich groß sein. Hm. Ich würde sie gerne mal treffen. Und auf ihrem Rücken standen 4 Elefanten. Oh, das würde ich gerne sehen. Ah. Also zurück zum Thema. Oh. Ah. Nun, es sieht so aus, als ob irgendjemand, der mit dieser Hexe im Bunde steht. Und nun eure Erstgeborenen tötet. Ja. Wie es der Handel anscheinend
vorgesehen hat? Ja, warum nicht vorgesehen hat. So gut. Hier funktioniert es so großartig zusammen. Was können wir dagegen tun? Ich würde euch vieles geben, wenn ihr verhindern könntet, dass... Wir bekommen schon den Blutwein, den Chili-Wein. Bla. Also ich helfe. Aber wir würden sicherlich auch andere Sachen nehmen. Ich muss kurz in mich gehen und der Kopf versinkt in der Ich halte den Panzer so ein bisschen fest, damit er nicht umkippt. Er denkt tatsächlich seitlich und ich liege braun. Ich withdraw. Und dann hört irgendein dumpfes Murmeln. Okay. Das ist seine Denkerpose. Ah. Also diese Hexe, hatte die einen Namen? Die alte Edun. Die stolze Edun wurde sie auch genannt. Aha. Ja. Die mit den Hexen. Die mit den Bisa sprach und das Land und die Pflanzen beherrschte. Und die Tiere. Und wer war alles beteiligt an diesem Deal? Alle damaligen Münzherrscher. Seither ist einer von uns verstorben, aber an natürlichen Umständen. Tok schaut so in die Runde. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ich meine, man könnte vielleicht versuchen, einen anderen Handel auszuschlagen. Ja. Vielleicht kann man sie irgendwie besänftigen. Aber sie ist tot. Mit der Nachfolgerin. Oder eine Nachfolgerin oder eine Schwester. Ja. Oder ihr habt sie gar nicht getötet. Wir haben sie erschlagen und ihren Leichnam in mehrere Teile geteilt und in unterschiedlichen Orten vergraben. Ich wüsste nicht, wie sie noch leben soll. Sache wird nicht besser. Aber ihr wisst nicht, ob sie Kinder hat. Zum Beispiel eine junge Dame mit schwarzem Haar und einer gelben Tunika. Mhm. Also ich kenne mich nicht so gut mit diesen mit den Wiesengeistern aus, aber wenn sie die kontrollieren konnte, konnte sie vielleicht auch ihren Tod verhindern. Ich weiß es nicht. Sie sprach, glaube ich, irgendwann mal von einer Ziehtochter, aber mehr kann ich nicht sagen. Oder das. Oder das. So oder so, ich muss mehr Bewaffnete anheuern, dass die Sicherheit meiner Tochter... Gasmasken empfehle ich. Ja. Wo hat die alte Edun gewohnt? Also weiß ich nicht. Zerstückelt? Oh. Ach, stimmt. Wo sind die Punkte, wo sie sie vergraben? Ringsum um die Stadt verteilt. An unterschiedlichen Orten. Angenehm. Die Zeit wird sowieso nicht reichen, wenn die Edu-Tochter oder Ziehtochter das Ableben eurer Erstgeborenen fordert, dann zu dem Fest. Und jeder, und der schaut zur Bühne, kann ein Attentäter sein. Sogar wir. Draußen hörte das laute Schung von großen Zimbeln, die aneinander geschlagen werden und singende Leute. Ist das die Parade? Das ist die Parade der Laster, ja. Oh, fantastisch. Die Diva, die wurde schon weggebracht? Ja, weggebracht und versorgt. Okay, aber die hat ja dieses Pulver so gestreut, was das Ganze irgendwie ausgelegt hat. Ja, Tok wird dann mal, während die anderen diskutieren, zur Bühne watscheln, wo die das gestreut hat, gucken, ob da noch irgendwo was liegt von oder so. Und ja. Du kannst schnuppern. Kannst einen Wurf. Ich meine, das, was Tok immer macht, wahrscheinlich ist auch Flecken. Also, Leinform. Du möchtest tatsächlich dran schlecken. Ja, er hat als Charakter Eigenschaft, dass er merkwürdige Dinge isst, die andere Leute niemals essen würden. Dann gib mir doch mal einen Konstitutionsrettungswurf. Der gute Konsti. Na, Tok ist so gebaut, wie wir alle wissen. Das ist ja ein. 13, ein Monster von Rabe, sage ich euch. 15. Dein Herz beginnt zu rasen, deine Schultern zucken und es ist, als würde eine zornige Hand dein Herz und deine Lungen packen und zusammendrücken. Druck steigt durch die Adern hoch in deinen Kopf, deine Augen quellen hervor, du drehst dich um und du musst Schmerzen zufügen. Und wer steht denn da als nächstes? Das sind vier andere Leute und also die Person, die du gerne angreifen würdest, ist die Irene, die als nächstes steht.
Wo ist eigentlich Tok Tok geblieben? Wo ist eigentlich Tok Tok? Mit einem lauten Schrei Schnabel voran kommt Tok Tok. Er ist nicht sehr groß, er ist nicht sehr stark und er ist nicht sehr schwer. Stehe ich neben Irene? Also wahrscheinlich ist das so ein bisschen wie wenn so eine Katze einem so am Machen so. Ja, du stehst neben Irene. Dann geht das Schild vor Irene und Tok Tok hat Disadvantage durch Protection Fighting Style. Dann mach doch mal einen Angriff. Ja. Ich denke halt mit Stärke, weil ich keine Waffe oder sowas gezogen habe. So einfach erstmal. Okay. Ich habe eine 2 gewürfelt. Ich habe einen Stärkebonus von minus 1. Ich habe eine 1. Ich nehme das Schild langsam wieder weg. Während du auf mich zugelaufen kommst, gehe ich so einen Schritt zur Seite. Ich halte Tok Tok so am Kragen fest. Und alle ohne hinzugucken. Mach doch nochmal. Darf ich schellen? Ja, du darfst deinen Konstitutionswurf wiederholen, Tok Tok. Okay. 6 plus 2, 8. Der Zaun hat dich weiter in deinem Griff. Wahrscheinlich jetzt bist du am langgestreckten Arm so. Ich meine, irgendwas ist wohl mit diesem Pulver. Geh mal bitte zurück. Jorin, Nase weg von diesem Pulver. Ich würde gerne eine Backhandschelle geben. Ich glaube, du kannst ihn gar nicht verfehlen. Das heißt, du kannst direkt mal. Also, du machst ja 1 plus Stärkebonus Schaden. Wie viel ist das? 4 steht da. Ja, 4. Vier stumpfe Schaden für. Und darf den Konstitutionswurf mit Vorteil wiederholen. Die Schelle schellert in deinem Kopf schön nach. Oh, okay. Eine 17 und eine 3, also 17. Plus die 17. 3. Du bekommst tatsächlich durch den jähen Schmerz in Schnabel und Gesicht deine Beherrschung wieder. Gum streckt gerade die Klaue aus Richtung Tok Tok, wo wollte Lesser Restoration wirken. Zieht sie langsam wieder zurück, nachdem die Schelle einmal geklatscht hat. Oder so. Ich würde gerne irgendeine Art Stoffstück als Tuch so um meinen Mund binden wollen. Draußen wird der Gesang lauter. Ihr hört auch das von Ochsen und dann das Klappern von Hufen. Die Parade zieht gerade an euch vorbei. Beeinflusst das auch? Also, wenn so eine Wolke von dem Kram über eine Parade geht, dann haben wir nicht nur einen Attentäter. Sondern einige, ja. Und ich streichle mit der großen Klaue Tok Toks Kopfgefieder ein bisschen. Massiere mein Schwert. Wo bin ich? Es macht wohl Sinn, die dabei zu finden, bevor sie in ihren zauberhaften Beutel greift. Ja. Allerdings. Wenn ihr eine ganze Menge Staub verteilen wollen würdet, wie würdet ihr das machen? Schauen wir uns doch mal die Parade an. Was Joyen sagt, von weit oben. Ich gucke Irene an und dann suche ich mir auch so einen so einen Räuber mit diesem Bandana. Ich suche mir ganz schnell auch ein Stück Tuch. Es erscheint mir sehr klug, was ihr da macht, auch wenn ich jetzt oben Schleier und unten Mundschutz trage. Da ist doch zur Attentäterin. Ja, Tok Tok guckt auch ganz so schuldbewusst zu Irene. Ich würde dich gerne patten. Ich wollte auch mal sagen. Jeder hat schon mal gepattet. Gleichzeitig. Pat. Und in dem Moment hört ihr draußen plötzlich Schreie. Und das war von aufgeregten Ochsen. Ich laufe. Oh. Ja, ich auch. Ja. Rennt raus. Okay. Und ihr seht gerade, wie ein Wagen, der über und über mit pinken Blumen verziert ist und auf dem ein großer, dunkelhäutiger Mann in einer weißen Robe und einer Krone aus pinken Blumen sich verzweifelt festhält und hin und her eiert, die Straße runterrasen. Leute rings um euch schlagen aufeinander ein. In der Luft hinkt ein flirrender, pinker Schimmer. Und die Straße runter, 30 Schritt in die Richtung vielleicht, seht ihr die Frau mit der gelben Tunika und der grünen Hose. Die das alles, was um sie herum geschieht, beobachtet und dann mit den Blicken dem Wagen folgt, der die Straße runterschlingert, vom Weg abkommt und eines der Gebäude rammt und zum Stehen kommt. Wie weit weg ist sie von uns? 30 Schritt ungefähr. Ich würde gerne Hunter's Mark auf sie wirken. Jawohl. Ich würde auf sie zustürmen. Ja, please. Dann hätte ich gerne von euch allen wieder eine Initiative. Jawohl.
Jetzt ist es besser. Ich habe eine natürliche 20 und ihr? Verdammt. Oh. Okay. Ist aber nur eine 21 am Ende. 18 plus 4. Ich habe eine 22. Ich habe eine 21. Also, bei der 22 sind und Irene. Ich lasse dir den Vortritt. Ja, beide eine 22? Ich habe eine 18 gewürfelt. Ich habe eine 17. Also eigentlich plus 3, aber wegen... Warte noch mal. Wann ist Jorin jetzt mit seinem O-Wurf dran? Ja, weil ich mich gefreut habe. Es sind 14. Du kriegst wieder Bardic Inspiration. Alles gut. Und Gorin? Tatsächlich eine 18 gewürfelt, also 17. Ich habe auch einen. Ich hätte aber nur eine kurze Frage, weil ich wusste nicht, wo ich das eintragen kann, wie das mich beeinflusst. Aber ich kriege ja eigentlich noch einen, durch Frenzy Rage kriege ich ja noch hier Dingens. Exhaustion. Genau. Ich weiß ja nicht, inwiefern sich das gerade auswirkt, wo ich das überhaupt eintragen kann. Deswegen kriegst du jetzt Nachteile auf Fertigkeitswürfe. Ja. Das ist Exhaustion 1. Und das nächste, wenn du das machst, dann auch auf Angriffswürfe. Ja. Bei Conditions kannst du Exhaustion-Punkte eingeben bei D&D Beyond. Unter den HP sind Conditions und da ganz unten hast du Exhaustion-Points. Drückst auf 1 und dann siehst du und dann sagt automatisch. Dir auch was, genau, dann siehst du auch was. Okay, cool. Dankeschön. Das habe ich vorhin echt nicht gefunden. Ist gut. Cool. Dankeschön. Gerne. Aber was meine sagt, jetzt aufpassen. Nochmal Frenzy und du kriegst danach Nachteile auf. Wenn du ein Fleckstück hast, bist du tot. Ja. Das schnell ausgedrückt ist. Ja. Das passt wunderbar. Schon. Das passt schon. Irene, du bist erneut als Erste dran. Du hast dein Zeichen des Jägers schon auf sie gesetzt, was nur für dich sichtbar ist als ein Flirren in der Luft und Herbstlaub, das dort aus dem Nichts erscheint und herabregnet, rings um sie. Genau im Auge. Mhm. Und ich schieße auf sie. Du schießt auf sie. Mit einer 14 für den ersten Schuss. Das ist ein Treffer. Oh, nein, warte. Du siehst, dass ihre Haut tatsächlich überzogen ist mit einem Muster, das an Rinde erinnert. Und du triffst sie zwar, aber es gibt so einen Klack und der Pfeil prallt an ihrer bloßen Haut ab. Und die zweite Attacke. Das sind 19 zum Treffen. Das ist ein Treffer. Okay, das sind dann meine... Oh Gott, Range und diese ganzen Würfel. Oh, schon wieder eine 8. 13 plus Hunters Mark 17. Und ich habe noch ein Feature. Ich habe nämlich noch... Wo bist du? Wo warst du? Wohin hat sich dein Feed verlaufen? Unter Features. Dreadful Strikes. Feeds, ja. Dreadful. Ich habe 17 normalen Piercing Damage. Und ich kann noch mal 1d4, das sind 2 Psychic Damage bekommt sie noch von mir. Also 19 insgesamt. 19 insgesamt. Sauber. Und ich zwinker ihr zu. Sie zwinkert nicht zurück, sondern stolpert zurück mit dem Pfeil in der Brust, presst die Hand drauf, schaut drauf. Und du siehst, wie hinter ihr sich nebelhaft ein schwarzer Umriss bildet, der regelrecht aus ihr aufsteigt wie Dampf, als würde sie ihn ausschwitzen und den vagen Umriss von Händen, die sich um sie legen und ein Gesicht, das neben ihr mit glühenden Augen vorbeistarrt. Okay, das ist creepy. Und dann ist dran. Ja, unser Leonin kriegt erstmal Bardic Inspiration. Noch einmal, stürmt noch einmal voraus, meine Freunde. Hier so die Hand auf die Schulter. Das ist Bardic Inspiration. Und dann caste ich Dispel Magic auf sie. Dispels all magical effects on a creature or object, solange das nicht über Rang 3 Zauber sind. Ja, und dann siehst du, wie diese rindenartige Haut einfach sich von ihr abblättert und sich in Nebel auflöst und verschwindet. Aber in der schwarze Umriss, der immer dichter wird, der Nebel oder der Rauch hinter ihr, der bleibt. Der hebt sogar eine knochige Geisterhand und deutet in Richtung von... Aber man hört ein brechendes Geräusch, als ich die Magie zerbreche. Wunderbar. Ja, das war's.
Anschließend ist eure Gegnerin dran. Ihr seid noch ziemlich weit weg von ihr, richtig? 30 hast du gesagt, ne? Ja. Noch. Ihr habt euch genug. Ja. Ah, schön. Dann macht sie eine schnelle Geste mit der Hand, wo die Schulter nicht verletzt ist, und Flammen bilden sich um ihre Finger und sie holt damit aus und wirft sie in Richtung von. Okay. Ist eine 16 ein Treffer? Das wäre ein Treffer. Ich habe aber noch eine Reaction übrig. Ja, und ein Schild? Nein, aber ich benutze meine Bardic Inspiration, weil ich kann die nicht nur positiv, sondern als Lorebard auch negativ benutzen. Cutting. Das heißt Cutting Words. Das heißt, in dem Moment, wo sie das macht und ich sehe, wie sie sich darauf konzentriert und auf mich zu zielen, hört man so, wie Tok-Tok sich aufrichtet, in ihre Richtung guckt und sagt, hey du, weißt du, was ich von dir halte? Abstand. So. Und jetzt muss sie, ein W8 ist dein Inspirationswürfel. Genau, ich würfel ein W8 und das ziehen wir dann von ihrer Attack ab. 6, dann hat sie 6. Das ist nur noch eine 10. Weil sie in dem Moment so, ja, das Feuer löst sich regelrecht in der Luft auf. Ich gehe mal fest davon aus, dass die 10 kein Treffer ist. Nein, die 10 wäre kein Treffer, genau. Weil das wäre halt ein knapper Treffer und da ist es dann richtig gut. Sehr schön. Die Wachen, mehrere von den Leuten ringsum, die wohl ursprünglich Wachen waren für den Wagen, und ihr seht einen Mann in der Robe, der sich aus den Überresten von dem gerade langsam herauskämpft. Aber zwei von denen stürmen auf euch zu und einer versucht, Irene anzugreifen und der andere versucht, sich mit einem Hieb nach Gohm. Gohm mit einem sanften Hey. Langsam. Das ist eine 22. Ja, die trifft trotzdem. Kann ja nichts machen. Sind aber nur 2 Trefferpunkte Schaden. Mhm. Und der andere noch schon wieder eine 19. 22. Das trifft. Und auch 2. Wir sind immer zusammen auf dem Dienst. Wir machen immer zusammen Dienst. Die kennen sich gut. Synchrondienst. Ja, also die greifen euch mit ihren Speeren an. Fügen euch geschickt, aber immerhin keine tiefen Verletzungen zu. Und dann ist Gohm auch an der Reihe. Bin ich nicht vorher? Ja, bitte. Oh, stimmt. Ich hab Nilva gar nicht aufgeschrieben. Wo warst du denn? 21. Nach ihr wahrscheinlich. Ja. Cool. Ich habe 40 Fuß Speed. Ich würde gerne die Distanz zwischen mir und der Dame schließen. Mhm. Und zweimal nach ihrem Magen ausholen. Mit deinen Schlagringen auf den Fingern. Aha, das erste eine Dirty 20. Das ist ein Treffer. Und das zweite ist nur eine 15. Auch das ist ein Treffer. Dann sind das beim ersten 8 Bludgeoning und beim zweiten 10 Bludgeoning. Und dann. Und sie geht zum Boden. Oh. Mann! Okay. Was ist mit der komischen, gruseligen Monstergestalt? Die schwarze Nebelgestalt sackt kurz zusammen, blickt nach unten, schaut dann hoch und sagt: Ich bekomme dennoch, was mir versprochen wurde. Glaubt ja nicht, dass ihr Edun nehmen könnt, was ihr versprochen wurde. Gebt mir mein Blut und mein Fleisch. Gebt mir das Geborenen. Ich hab keinen. Korrekt. Ich würde ja sagen, das ist ganz schön viel Meinung für so wenig Ahnung. Aber sie ist noch da, ja? Ja, sie ist noch da und jetzt hat sie auch eine Initiative. Weil dann würde ich nämlich meine Bonus-Action nutzen, um nochmal zu agieren. Mhm. Und zwar, Eva würde sie mit großen Augen angucken. Ja. Gib sie. Okay. Aber du musst an mir vorbei. Und dann würde sie ihre Bonus-Action nutzen, um ihr Astral Self zu nutzen. Und auf ihrem Rücken. geile Soundeffekte. Ja, entfalten sich so zwei sehr große Arme mit sehr, sehr großen Pranken, die ein bisschen
eine steinerne Oberfläche zu haben scheinen. Die schimmern ein bisschen in weiß-grün. Und sie muss ein, ich weiß nicht, ob sie es kann, aber sie muss ein Dex-Save machen. Mhm. 22. Das sind die Wizards-Würfel. Ich sag's euch. Ja, dann nimmt sie keinen Damage, aber er hat mich davor stehen auf jeden Fall. Mit geisterhaften, leuchtenden Armen, die sich um dich wie so eine Blüte entfalten, während vor dir in diese schwarze Nebelgestalt mit glühenden Augen steht und dich anschreit. Es riecht nach Grab, nach heißer Erde, in der Fliegenmaden wimmeln und Lecker, lecker, lecker. Stockt und gammelt. Und dann ist Gohm dran. Oh, ja, das Schild gegen den Wachmann. Entschuldigung. Und schiebt so ein bisschen vorbei, dass er Blick hat einfach nur auf alle. Spürt den Segen der großen Schild. Kröte! Kröte! Nein, das muss ich sagen. Okay. Und ihr bekommt alle, ich mach mal Bless Stufe 2, alle kriegen einen Bless. Nice. Alle sind geblässt. Und bleibe da erstmal stehen. Ich habe ja so eine Wache bei mir, die da rumnervt. Das heißt, ich kann sonst gar nicht so viel mehr machen. Darum warte ich einfach mal. Mach sonst nichts. Oh, gut. Aber alle sind gesegnet. Alle sind gesegnet, ja. Dann was macht das? Für Licht. Alles außer plus W4 genau. Kriegst du auf alle Attacken und auf alle Savings Throws. Ja. Und für einen Moment schimmert um euch alle herum der Umriss von einem Schildkrötenpanzer, der auf eurem Rücken schwebt. Cool. Jorin, du bist doch dran. Ja. du hast jetzt alles. Wir haben jetzt einmal einen Geist vorne bei unserem Mönch, bei unserem Mönchin. Mhm. Und dann haben wir einmal einen Soldaten bei Tok-Tok, nee, nicht bei Tok-Tok, sondern bei Gohm. Bei Gohm und einer bei Irene. Ich renne zu dem, der bei Irene steht. Mhm. Und ich schätze mal, die beiden Wachen stehen sowieso nah beieinander, aber ich gehe auf jeden Fall zu dem, der bei Irene steht, gehe mit meinem Mund ganz nah an seinen Kopf und setze Daunting Run. Ja, ja, ich nehme an, ihr müsst einen Rettungswurf machen. Yes, ein Wisdom Saving Throw, DC 14. Gut gebrüllt, Herr Löwe. Den hat er knapp vermasselt. Ja. Er hat Angst vor mir. Ja. Und der zweite auch, weil ich schätze, der wird 10 Fuß dabei stehen. Ja, für den würfel ich auch mal. 13, ja. Mm. Beide schreien auf und weichen panisch vor dir zurück. Cool, dann kann ich Legen ja den... Sich den um. Einer lässt sogar die Waffe fallen. Greift sich an den Kopf und schaut sich verwirrt um. Oh, sehr gut. Wie weit war ich denn von denen weg? Weil ich habe 45 Fuß. Wenn die zwei sozusagen schon mal jetzt Schiss haben und nichts mehr machen, könnte ich mit meinen 45 Fuß, je nachdem, wie viel ich schon aufgebraucht habe, ja noch zum Geist rennen. Du kannst wegen mir noch zum Geist rennen. Oh, yes! Und ja, dann, ich renne einfach stur an Nilva vorbei und axt halt auf den netten Geist ein mit meinen zwei Attacken, die ich noch habe. Ja, ist deine Waffe magisch? Nö. Gut. Das ist ein blanker Zweihänder. Du könntest auch wahrscheinlich Reckless Attack machen, ne? Dass du Advantage auf alle deine Angriffe hast. Ja. Könntest du, aber dann hat der Gegner auch Advantage. Mhm. Ja. Ist nur noch der Geist. Ich weiß ja nicht, ob der zu out oder so. Ja, Reckless Attack, komm, Reckless Attack. Reckless Attack. Nimm doch alles. Einfach alles raus. Und da haben wir erstmal eine 16 für den ersten Schlag. Das sollte, glaube ich, treffen. Und der zweite Schlag ist eine 7 plus 6 sind nur denk 13. Du hast, wenn du Reckless machst für alle deine Attacken, bist du wieder dran. Das ja, ja, dann müsste ich dafür halt nochmal machen. Das, also die 13 ist ein Treffer? Nee, die 13 war kein Treffer. Oder? Nee, doch, die 13 ist ein Treffer. Achso, ja, dann haben beide Attacken sowieso getroffen. Nein, die war kein Treffer. Spieler so getroffen. Schlägst du mit deiner Klinge auf den Geist ein. Also eigentlich schlägst du mehr oder weniger durch und durch. Es gibt nur so ein trockenes, knirschendes Geräusch, als würdest du dünne Bündel von Zweigen zerhauen oder so etwas. Und du kannst mir ja mal Schadenswürfe geben. Okay. Deine Attacken.
Für die erste sind es 12 plus 3 plus, nee, ich habe keinen Rage, also 12 plus 3 sind 15 für den ersten. Und der zweite sind 6 plus 3, 9. Also 24 in total. 24? Dankeschön. Hm. Ja, du reißt einzelne Stränge von diesem Nebel raus, die sich irgendwo verteilen und auch dann in der Luft zerfallen. Rings um euch schreien Leute panisch und rennen weg. Ihr seid euch nicht sicher, ob vor dem Geist oder vor dem Löwen. Oder vor Jorin, das ist nicht ganz nachzuvollziehen. Die einige zeigen auf den Geist und rufen Bisa, Bisa. Andere zeigen auf Jorin und rufen Malun, Mahuna. Und dann fangen wir wieder mit Irene an. Die Wachen sind von uns weggewichen. Genau. Ne? Okay, ich würde auch ein paar Schritte zur Seite gehen, den Wachen noch kurz zuwinken. Alles gut. Und ich würde meine Bonusaktion nutzen, um meinen Hunter's Mark zu bewegen. Mhm. Weil auf den Geist nehme ich an. Genau, auf den Geist, weil mein voriges Ziel gedroppt ist. Und dann schieße ich auf den Geist. Mit einer 22 zum Treffen. Das ist sowas von ein Treffer. Okay, warte, das sind einmal das sind 7 normaler Schaden. 6 Hunter's Mark Schaden. Und 1 Psychic Damage. Und dann schieße ich nochmal. Gut. Mit einer Dirty 20. Das ist auch ein Treffer. Der erste Pfeil reißt ein Loch in den schwarzen Nebel. Und stattdessen seht ihr ein paar Herbstblätter, die langsam zum Boden sinken, wo dieses Loch entstanden ist. Und dann zack, nächster Pfeil auf der Sehne. Das sind 13 normaler Schaden und nur 1 Hunter's Mark Schaden. Nur 1 Hunter's Mark? Und kein psychischer Schaden mehr. Kein psychischer Schaden. Das gilt nur für den ersten Angriff. Nur einmal pro Zug. Wunderbar. Was möchtest du tun? Neben dir Irene mit gelassener, fast ja, aber auf jeden Fall sehr zügigen, fließenden Bewegungen, ein Pfeil nach dem anderen auf die Sehne geschossen. Was tust du? Ja, ich schaue in Richtung dieses Geistes. Leute, so mit einem befiederten Finger so auf den Geist. Und auf einmal hört man so die Stimme von so einem kleinen Kind. Ich will ja nicht sagen, du bist langweilig, aber wärst du ein Gewürz, dann wärst du Mehl. Das ist Mockery. Okay, ja, ja. 19, 21. Ah, okay, dann tut das leider nichts. Sie liebt Mehl. Sie denkt, es ist ein Kompliment. Sie denkt sich, wenn man das Mehl in Butter anschwitzt, wird das richtig lecker. Yeah. Ja. Dann war es das erstmal. Wunderbar. Gut. Dann ist Nilva dran. Nilva. Vor ihr. Ich habe einen sehr großen Leoniden neben mir stehen. Ja. Und von hinten kommt immer irgendwas angeschossen. Der brüllt mit der Waffe um sich schlägt und du bist froh, dass du klein bist, weil die mehrfach schon auch so knapp über deinen Haarspitzen und Ohrenspitzen entlang gekommen ist. Hättest du eine Blumenkrone auf, hätte sie es dir vom Scheitel gefegt. Ich würde gerne zweimal nach ihr schlagen, allerdings mit meinen Astralarmen. Ja. Achso, es gibt auch ein D4 obendrauf, ne? Und, das sind 17 für den ersten. Treffer. Und 18 für den zweiten Schlag. Auch ein Treffer. Dann kannst du direkt mir mal den Schaden sagen. Und das sind dann ja magische Angriffe mit deinen. Das ist halt Force Damage, ja. Astralen. Das erste sind 9 und das zweite sind 6. Und. Ja, why the fuck not? ich gebe noch einen Keypoint aus und wirke Flurry of Blows und greife noch dreimal an. Jawohl. Wir waren schon bei 15? Ja. Bam. Oh, das ist nicht so viel. Das sind nur 11. Das ist kein Treffer. Von Blessing. Ja, das ist schon drauf. Das waren 2.
Da kann ich auch nichts mehr. Aber der vierte Angriff sind nochmal, kann ich rechnen, 23. Und sagenhafte 5 Force Damage. Also insgesamt 20 Schaden in dieser Runde. Ja. Gut, ja, du kreuzt deine Fleischarme, deine physischen Arme vor dem Körper und die Geisterarme bewegen sich in Kreisform und schlagen dann blitzschnell zu, dass es nur so ein Aufglühen von Licht ist und so ding, 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 wie eine Glasglocke das Geräusch. Und der Geist wabert für einen Moment und dann brechen regelrecht Teile von ihm ab und fallen als schwarzer Staub zu Boden, wo Licht durch ihn glüht. Der Rest hängt aber immer noch in der Luft vor dir mit langen Armen und holt jetzt aus und greift nach dir. Und du die Person bist, die eher mit diesen Angriffen von purem Geist immens geschadet hat. Eine 24. Ja, es trifft. Jetzt muss ich leider 2, 6, 10, 18. 21 Trefferpunkte nekrotischer Schaden und ich hätte von dir gerne einen Konstitutionsrettungswurf. Unangenehm. Dirty 20. Okay. Dann, du spürst, wie dieser schwarze Nebel in dich einsickert und dass das Licht deiner Geisteskraft flackert und für einen Moment droht zu erlischen, aber dann wieder aufflammt und du diesen Nebel hustend wieder ausstößt. Und du hast zwar auch Schmerzen in den einzelnen Fasern deines Körpers, aber das Gefühl, dass deine Lebenskraft da noch nicht ausgelöscht werden konnte. Ich drehe mich auch zu Joran um. Entschuldigung. Ich schreie immer noch. Boom. Bewegt sich jetzt auch langsam, nachdem diese Wachen anscheinend Feierabend haben, dann doch Richtung Geist auch, postiert sich so ein bisschen seitlich, so, oh, da ist der Löwe, da steht unsere vierarmige Geistermöll. Also gut, jetzt lasst mich halt auch mal an die Seite zumindest und ich würde draufhauen. Ich würde mit 2 Attacken versuchen, diesen Geist zu erwischen. Paladin Punch. Rufe dabei natürlich die große Schildkröte im Himmel an. Das ist eine, was kriege ich denn über? Plus eine 21. Das ist ein Treffer. Und das andere ist leider nur eine 13. Auch das ist ein Treffer. Ah, dann haue ich auf den ersten Mal den ersten Divine Strike drauf. Mhm. Das heißt, erstmal der normale Waffenschaden, der wird ja wahrscheinlich halbiert, weil ich habe keine Dingswaffe, keine magische. Das heißt, das sind nur 6 Schaden, der normale Waffenschaden. Mhm. Und die Divine Strike machen wir direkt mal auf Level, auf Spell Slot 2. Das sind 3d8 und er ist untot. Sie ist untot? Ja. 4d8. Radiant Damage. Das sind 7. Das sind 9. Das sind 16. Und das sind 22 Radiant Damage. Dein Streitkolben glüht auf und du hörst nur noch einen und dann zerspringt mit einem Krachen die gesamte Gestalt und regnet nur noch als schwarzer Staub rings um dich herunter. Hat das wer verstanden? Guter Schlag, Gum. Guter Schlag. Eben so. Guter Schlag, Jorin. Ich würd Gum so auf seinen Panzer richtig gut klopfen. So, Gunk, Gunk. Herein. 3, 2, 1, aus, vorbei! Ringansager. Sammeln sich jetzt auch langsam Leute rings um euch in einem Kreis. Und ihr seht auch Nagis Ruba näher kommen, der auf den herabgefallenen schwarzen Staub schaut und auf die bewusstlose oder auch tote Frau, die diesen Geist mit sich getragen hat und dann zu euch und sich dann tief verneigt. Mit einem Klack, Klack ihres Gehstocks nähert sich Madame Samira. Ah.
Das hat ja schneller zu einem Ergebnis geführt, als ich mir jemals hätte denken können. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Die Gefahr ist gebannt. Macht euch keine Sorgen. Diese Leute haben in meinem Auftrag gehandelt. Dann denkt daran bei der nächsten Wahl, meine Lieben. Ich nehme an, ihr würdet jetzt gerne den Wein nehmen. Oh, sehr gern. Müssen wir. Ich halte die Hände so vor. Oder wollen wir noch 2 Tage hier bleiben? Und den Wein abholen und zurückbringen. Ich meine, wir haben das Fest noch gar nicht wirklich genießen können. Und theoretisch haben wir 4 Tage Zeit. Ich möchte mich gerne zu der reichen Dame unterlehnen. Du willst doch auch noch mehr probieren. Ein Tag kann wohl nicht schaden. Mich zu der reichen Dame runterlehnen? Habt ihr viel zu essen? Ich habe Hunger. Da macht ihr keine Sorgen. Ich würde die kleine Kristallblume von meiner Rüstung nehmen und ihr zurückgeben wollen. Hier, vielen Dank, das war sehr hilfreich. Ich danke euch. Rehbraten in Rotweinsauce. Lecker, lecker, lecker. Und ich würde sagen, an der Stelle könnten wir dann aus dem Abenteuer auch aussteigen. Ihr könnt noch 2 Tage feiern, euch die Mägen vollschlagen, bei verschiedensten Spielen mitmachen, tanzen, euch betrinken, die Stadt erkunden. Das Gute ist, ich schlafe nicht. Oh Mann, ich muss nicht schlafen, aber. Und ich darf Hau den Lukas spielen, so viel wie ich will. Der arme Lukas. Ich würde sagen, nachdem du mehrere Gerätschaften zerbrochen hast. Feiert Nilva mit? Sie würde sich wohl breitschlagen lassen von Irene. Okay. Warum nicht? Das ist Reizüberflutung. Und am Ende bringt ihr 8 Flaschen besten Jellyweins zurück in die Zitadelle, wo ihr Ausbilder euch relativ überrascht das Ganze abnimmt. Tatsächlich, gleich 8 Flaschen. Ich habe ungefähr 1 Kilo Blumen und Blüten auf meinem Kopf, als ihr zurückkommt. Und 13.000 andere Geschenke, die sich zwischen euch bekommen. Tadern überall, wie so ein Tadern, den Glitzerkram, Kämme, Armbänder, Schminke, alles Mögliche. Bunte Federn. Gut. Damit haben wir Lohn des Lasters. Das Stufe 5 Abenteuer der Journey Through the Radiant Citadel abgeschlossen. Und ich habe quasi nichts kürzen müssen. Das sind also wirklich sehr schnell spielbare kleine Häppchen. Wir haben ein bisschen mehr Dampf durchgespielt, ne, als es eigentlich hätte. Zeit ein bisschen gerafft, aber ansonsten. Alles. Wir müssen eigentlich noch eine Session machen, wie wir wirklich nur auf dem Fest sind. Ja. Reines Downtime-RP. Nennen wir Party Hard. Oder Party Hardy. Ich hatte auch noch so viele Sprüche für Vicious Mockery und Tasha's Hideous Laughter. Also mein Liebling bei Tasha's Hideous Laughter wäre gewesen: Hey du, was macht die Stadtwache bei einem Nudelbäcker? Die passt da auf! Wow. Es gibt einen Tok-Tok-One-Shot. Tok-Tok ist halt so ein bisschen so in der Gosse, so in Kneipen und so aufgewachsen. Deswegen auch teilweise die rauen Sprüche und halt die Rotzplagen, die davor irgendwie rumrennen und ja. Und sich gegenseitig beleidigen. Das ist so. Sehr schön. Und ich mag die ganze Gruppe. Ich fand das super toll mit den Charakteren. Dankeschön. Eine sehr chaotische Gruppe. Vielen Dank, Mairi. Und Mairi, du hast das sehr gut gehandelt mit dem Chaoten. Danke dir. Ja. Gerne doch. Ja. Ich hatte sehr viel Spaß mit der Runde. Ich hätte gerne sehr viel mehr einfach Zeit und Ruhe lassen können, aber bei diesen One-Shots muss man ja immer Tempo machen. Genau, das ist immer fast ein bisschen schade. Also Leute, die aggressiv gegenseitig ihre Sätze beenden, ist auch keine neue Dynamik. Super geil. Ja, das ist, ich wollte gerade sagen, das ist das Gold, diese Kirsche oben. Ich meine, alles ist geil gewesen, alle top. Das ist so, aber so diese eine Kirsche, wo die Leute immer zahlen, das habe ich so auf dem Chat gelesen. Oh, das ist so geil, oh, wie lustig ist das? Und es war auch, ich muss mich selbst zusammenreißen, nicht ständig zu lachen. Okay, Nico bereitet schon mal einen Raid vor. Ich wollte kurz noch ein paar Sachen sagen. Also die Zivilisationen, die diese Zitadelle des Lichts zusammen errichtet haben, heißen Akarin Sanga, Atagua, Dayao Longon, Janey, Gottes Adam Sankitlan, Sensa, Shankabhumi, Shapshunko, Taib, Gletepek, Omizu, Yonedo, Yungjing, Zinda. Und daran kann man vielleicht schon hören, was auch mit die Idee hinter dem Buch ist,
Das sind alles Abenteuer, die Fantasy-Welten verwenden, die nicht weiß-europäisch zentriert sind und dementsprechend auch von AutorInnen mit diesem Hintergrund sind. Das heißt, hier gibt es Welten, die Korea-Fantasy sind, Japan-Fantasy sind, China-Fantasy sind, in diesem Fall Westafrika-Fantasy. Wir waren, ja, genau. Und so weiter und so fort. Und ich habe immer, es gab schon oft Diskussionen, ich bin selten zufrieden mit der Darstellung von nicht-europäischen Kulturen in Rollenspielen. Aber das liegt daran, dass sie in der Regel von weißen Europäern geschrieben werden und sich auf so eine hier unsere Urlaubseindrücke-Parade. Bier-Show. Ja, so runterbrechen lassen. So ist es aber tatsächlich. Also ein ganz anderes Feeling. Es ist halt nicht Fantasy und dann hat jemand da Afrika-Kram reingestopft, sondern es ist eine afrikanische Welt, die aber Fantasy ist, sozusagen, in der man sich bewegt. Das sind alles nur so kleine Schlaglichter, aber alles halt eben eine furchtbar bunte Mischung mit sehr unterschiedlichen Ideen, mit sehr unterschiedlichen Charakteren. Und also ich habe es noch lange nicht durch, aber das, was ich bisher gelesen habe, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, viel Liebe dafür. Ne? Das geht nämlich so ein bisschen unter das Buch, finde ich. Also jetzt alles, also, ich finde, keine Ahnung, Spelljammer. Ich weiß nicht, wer noch Radiant Citadel gespielt hat in letzter Zeit. Ich finde, das geht ein bisschen unter. Also als die Ankündigung kam, war ich sofort begeistert. Ja, fand ich auch. Ich will es unbedingt ausprobieren. Und die Artworks sind super schön da drin. Die Artworks sind der Hammer. Und wie gesagt, generell das Prinzip, dass halt auch an den Artworks ja größtenteils POC beteiligt waren, alles, es ist der Hammer. Es ist ein Buch, das sehr viel mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Und der Chat will auf jeden Fall mehr davon, das habe ich auch so rausgesehen. Ja. Also, und es ist auch der Plan, dass wir mehr Abenteuer daraus spielen, mit wechselnder Spielleitung. Das heißt, dass mal Bananepik uns eine Episode rausleitet oder der Ben, die WTF nicht, aus eigenem Wunsch heraus. Und mal gucken, wo wir das dann überall verteilen. Aber das will keine groß zusammenhängende Kampagne, sondern halt eben einfach immer jeweils ein Schlaglicht aus der Radiant Citadel. Gut, was passiert hier noch? Die nächsten Tage sind wir auf dem Dreh, deswegen machen wir erstmal nichts bis... Gute Güte, ich mach mal den Streamplan auf. Montag. Sind wir wieder unterwegs. nein, am Sonntag spielen wir Cyberpunk hier. Ah, gute Güte, das muss ich noch vorbereiten. Und am Montag spielen wir Warhammer die Enemy Within-Kampagne weiter. Da sind zumindest der Ben und die Bananepik mit dabei. Nächsten Mittwoch spielen wir Spelljammer. Nächsten Donnerstag ist wieder Worldbuilding hier mit Thomas Römer und dann auch mit einer Zeichnerin, mit einer Malerin dabei, eine Künstlerin. Ich weiß noch nicht, welche den ersten Termin davon übernimmt. Wir haben zwei, die sich bereit erklärt haben und die Thomas passend fand für das Projekt. Und am Freitag spielen wir Monster Hearts. Am Samstag spielen wir Dungeons & Dragons, einen One-Shot, einen eigens geschriebenen, unter anderem mit der Bina Bianca und mit der WTF und auch der Bananepi, glaube ich. Und am Sonntag Frost Maiden, soweit das hier steht. Also eine entspannte Woche. Geht so weiter. Fantagraphie, die Melanie Fantagraphie fängt an am Donnerstag nächste Woche. Da freue ich mich auch sehr drauf. Gut, dann würde ich sagen, Nico, hau den Raid an. Und ich bedanke mich nochmal ganz lieb bei dem Walker, der walkt normalerweise auf Hyped for Streams auf Twitch, wenn er nicht hier ist. Nächste Woche Mittwoch ist er zum Beispiel bei Spelljammer auch wieder dabei und spielt ein Insekt. Wong Fei. Vielen Dank an Bananepik und WTF von Orkischem Geschmack. Was ist bei euch das Nächste, abgesehen davon, dass ihr bei uns auch wieder mitspielt? Also das Nächste ist tatsächlich, dass ich ungefähr die nächsten Wochen ständig bei euch bin. Aber nächste Woche... Nein, alles gut, ich freue mich. Sorry, dass ich mich so aufdränge. Nein, nächste Woche Sonntag, während ihr Frostmaiden spielt, spielen wir auch D&D weiter. Dann geht es mit The Wild Beyond the Witchlight weiter. Oh ja. Gut. Und der Ben... Hi. Wann frühstückt der wieder? Wann streamt der wieder? Oh, frühstück meistens morgens, immer wenn du arbeiten musst. Nicht mehr lange, ich habe auch nur noch eine Woche, dann ist die Ferienzeit auch vorbei, dann frühstücke ich nur zwei Tage in der Woche. Wir sehen uns tatsächlich, ich habe jetzt erstmal ein bisschen Freitag. Wir sehen uns am Montag zum Warhammer, ja genau. Ansonsten ist erstmal, glaube ich, nichts angesetzt. Warhammer und dann Spelljammer und dann Monster. Also bam, 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 bam. Oh ja. Oh ja. Und der Umbreon, unser wunderbarer Kenko, der jetzt wieder frei reden kann. Ja. Irgendwas, wofür du werben möchtest und Leute hineinladen. Ja, generell, wenn ihr es noch nicht kennt, schaut beim Nerdpool mal vorbei. Da steht es auch geschrieben, ist eine Rollenspiel-Community.
Da könnt ihr Sachen streamen und quasi verlinken und Werbung dafür machen. Das ist ursprünglich die Grundidee gewesen. Und ansonsten halt auch Gruppen finden mit Leuten und so. Und ja, uns gibt es jetzt auch schon 9 Jahre, ziemlich genau. Und oh Gott, ich erinnere mich, als ihr gegründet wurdet, haben wir ein paar von euch auf irgendeiner Con interviewt dazu. Ich glaube, auf der RPC. Ja. Wir waren relativ früh auf der RPC. Das erste Mal, als wir da waren, war sehr lustig. Da waren wir als Untergast von einer LARP-Gruppe und hatten wirklich nur ein paar Tische und gar nichts. Wir hatten aber auch nur 2 Tage Zeit, was vorzubereiten, weil die haben so gesagt, übrigens, wollt ihr mit auf die RPC? Bei uns haben ganz viele Leute abgesagt, wir haben aber nur mal den Stand und wir müssen den füllen, sonst kriegen wir Ärger von der RPC. Und wir so, okay, cool. Und ja, und ab dem nächsten Jahr hatten wir einen eigenen Stand mit unserer Nerdbull-Taverne und so. Und war immer ein schönes Community-Treffen und so und sehr familiär. Und vermisse ich sehr. Ja. Ach, ja. Aber immer wenn, es gibt irgendwie Leute, die fragen, wo kann ich denn eine Runde finden? Wo kann ich denn online mal mitspielen? Da findet ihr Leute. Gut. Le Raid. Da passiert am meisten. Ja. Le Raid, s'il vous plaît. Und vielen, vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr euch nach Sinder habt entführen lassen, um einen rachsüchtigen Hexengeist zu erschlagen. Und das auch ziemlich gut gemacht habt. Macht's gut. Passt auf euch auf. Und bis Sonntag, glaube ich, in dem Fall. Habt immer tolle Leute um euch. Bye, bye. Ciao, ciao.